Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich an diesem doch etwas useligen Morgen, wie man so schön sagt, hier in Berlin. Aber hier natürlich in unseren neuen Räumlichkeiten. Neu sind sie jetzt auch nicht mehr, aber vielleicht für viele von Ihnen, die vielleicht gewohnt sind, dass wir in UDL 1 unsere Veranstaltung hatten. Das ist jetzt unser eigenes Gebäude seit 2019 mit dieser sehr eindrucksvollen Beamerwand. Und das ist also wirklich schon ein schönes Haus auch für uns. Und das ist für uns natürlich auch immer die Gelegenheit zur Vernetzung, tatsächlich auch mit Partnern zusammenzuarbeiten. Und so freue ich mich ganz besonders, Herrn Landvermann zu begrüßen vom DSC. Und dass wir heute letztendlich diese Veranstaltung gemeinsam machen können, das ist, glaube ich, doch ein Novum, aber doch ein schöner Auftakt. Ja, auch natürlich an alle ganz herzliche Grüße, die uns digital zugeschaltet sind. Mein Name ist Birgit Ries. Ich bin bei der Bertelsmann Stiftung verantwortlich für das Programm Nachhaltige soziale Marktwirtschaft mit Kollegen zusammen. Und in unserer Ausrichtung adressieren wir vor allen Dingen die Frage, wie kann eine Transformation zu einer klimaneutralen und ressourcenschonenden Wirtschaft gelingen? Und dass ein solcher Umbau natürlich notwendig ist, ja, das brauche ich keinem von Ihnen zu erzählen, das liegt auf der Hand. Aber wir wissen natürlich auch, und das haben uns auch die vergangenen Wochen auch noch mal sehr deutlich gemacht, was das für ein gesellschaftlicher Kraftakt ist. Denn es geht natürlich darum, dass man diese Fragen der Nachhaltigkeit klug austariert mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit, aber auch letztendlich mit der Frage, wie wollen wir denn als Gesellschaft, wie wollen wir mit dem Thema Wachstum in der Wirtschaft auch umgehen. Das sind wichtige Themen, die wir uns letztendlich anschauen. Wir gucken uns sehr, sehr genau die Spannungsfelder an. Wir gucken uns die vor allen Dingen auch Zielkonflikte an, die entstehen in der Bearbeitung von Fragen. Ja, beispielsweise ist das ja natürlich auch immer eine Frage von, gerade hatte ich eben gerade schon gesagt, das Frage von Wachstum und tatsächlich Einhaltung planetare Grenzen. Wie gehen wir damit um? Wie können wir es austarieren? Wie sind politische Instrumente in der Steuerpolitik, auch letztendlich in der Subventionspolitik ausgestaltet, die uns da im Wege stehen auf einer Transformation? So, und diese Zielkonflikte natürlich sehr klar zu benennen, ist für uns extrem wichtig. Da arbeiten wir im volkswirtschaftlichen Bereich dran, um dann natürlich auch solche Zielkonflikte bearbeitbar machen zu können. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns auch sehr schön in einen gesellschaftlichen Diskurs mit einbringen können. Und neben dieser notwendigen Gestaltung der Rahmenbedingungen auf der politischen Ebene gucken wir uns natürlich auch sehr an, wie diese Ressourcenwende, Klimawandelwende gelingen kann auf der unternehmerischen Ebene. Denn ganz klar, letztendlich, wenn Geschäftsmodelle nicht verändert werden, wenn Wertschöpfungsprozesse nicht verändert werden, werden wir tatsächlich diese Transformation zu mehr Nachhaltigkeit nicht hinkriegen. Und wir haben als Bertelsmann Stiftung da natürlich auch mit dem Sustainability Transformation Monitor ein Instrument geschaffen mit einer sehr breiten Partnerstruktur, um genau zu schauen letztendlich, wie verläuft denn diese Transformation und wie können wir tatsächlich Erfolgsfaktoren benennen, was sind aber auch Hemmnisse, was sind Treiber. Und gerade bei den Treibern für eine grundlegende Transformation, da haben wir natürlich schon letztendlich auf der einen Seite die Energiekrise. Ja, viele Unternehmen müssen halt reagieren letztendlich in diesem Bereich mit einem Wandel ihrer Geschäftsmodelle. Aber ein ganz wesentlicher Treiber ist die Regulierung. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum wir heute hier sind. Die EU hat natürlich mit dem Green Deal sehr, sehr grundlegend einen Anlass geschaffen, um bestimmte Punkte wie die Taxonomie, wie aber auch letztendlich die Unternehmensberichterstattung auch voranzubringen. Für Sie, für die EU, aber auch letztendlich hier für die politischen Vertreter ist ganz, ganz klar, die Berichterstattungspflichten von Unternehmen sind der zentrale Stellhebel für diese Transformation. Und da ist natürlich jetzt für uns die Frage, wie gestaltet man jetzt diese Prozesse? Sie wissen alle letztendlich, wir haben die Verabschiedung, die ist durch, der CSRD. Jetzt geht es letztendlich darum, wie kann man sie in nationales Recht umsetzen?
Und da wird es sicherlich in der nächsten Zeit noch sehr viele Anhörungen, sehr viele Diskussionen geben. So, und zu diesen Diskussionen wollen wir natürlich auch heute beitragen. Aber zu einem Thema, was bis jetzt sehr, ich will nicht sagen unterbelichtet, aber doch zumindest nicht die Aufmerksamkeit hatte, die es verdient. Ich habe jetzt gelesen, dass tatsächlich Standard & Poor's 500 die Gewichtung ihrer Bewertung tatsächlich von früher 20%, die auf den ganzen Bereich von immateriellen Ressourcen empfangen, auf über 80% hochgeschraubt haben. Das heißt, für Investoren ist diese Frage des Marktwertes ein so essentieller Faktor. Und da tatsächlich keine belastbaren, auch für die Unternehmen, keine belastbaren Indikatoren zu haben, wonach geht es denn, worum geht es denn eigentlich, wie soll ich denn das abbilden? Und da, denke ich mir, können wir heute mit unserer Veranstaltung hier einen sehr großen Beitrag leisten. Ja, deswegen, ich freue mich sehr, dass wir heute mit dem DSRC dieses White Paper vorstellen können. Unseren herzlichen Dank geht natürlich auch von Frau von Keitz, die tatsächlich sehr, sehr ausgewiesene Expertin ist in diesem Bereich und das White Paper erstellt hat. Und wir wollen mit diesem Diskurs natürlich eins machen. Wir wollen einen Impuls geben. Wir wollen einen Impuls für eine breite Diskussion geben. Und ich glaube, da können wir heute ansetzen. Einmal letztendlich, um noch mal kurz darzustellen, worum geht es eigentlich bei der CSRD? Das wird Herr Landvermann machen. Frau von Keitz wird dann letztendlich das White Paper vorstellen. Und dann haben wir eine Diskussion moderiert von Frau Schwedler, an der teilnimmt Herr Schlömer von Bayer und Frau Rüther, die noch nicht da ist, von ESG und Frau von Keitz natürlich. Ja, so viel vielleicht erstmal von meiner Seite. Ich darf Sie alle herzlich nochmal begrüßen und einladen, vor allen Dingen auch sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen. Wir werden jede Menge Möglichkeiten schaffen, damit wir auch Ihre Impulse dann noch einbinden können. Ja, soweit erstmal von meiner Seite. Herr Landvermann, ich freue mich, dass Sie auch die Begrüßung machen. Ja, vielen Dank, Frau Ries. Es ist wirklich ein Novum, dass ein deutscher Rechnungslegungsstandardsetzer mit der Bertelsmann Stiftung zusammen hier ein gemeinsames Projekt vorstellt. Ich denke, das ist aber wahrscheinlich auch an der Zeit. Wir hatten das ja gerade gehört. Das Thema Transformation und auch Bedeutung immaterieller Werte hat, glaube ich, eine besondere Bedeutung und auch große Bedeutung im Sinne von Allokation, auch von Investitionen, wie Sie gerade gesagt haben. Das ist für uns auch einer der interessanten Aspekte gewesen, als ich jetzt vor ungefähr 2,5 Jahren mal angefangen hatte, den Kunstelmann so ein bisschen zu ventilieren, was gibt es dort an Entwicklung und Nachhaltigkeitsberichterstattung treibt uns, glaube ich, alle um, im Sinne von, ja, dort ein breiteres Ansatz zu haben, um zu sagen, wir können dort auch in einem breiter verstandenen gesellschaftlichen Interesse insoweit in Zukunft in der Lageberichterstattung diese Elemente als separates, ja, eigentlich Bericht sehen. Aber daneben auch dieser besondere Aspekt der immateriellen Werte, der bisher, wird es immer so schön genannt, die ewigen Sorgenkinder des Bilanzrechts, auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient, im Sinne von, dass man dort auch im Rahmen der CSRD eine Vorschrift findet, die also genau dieses Thema adressiert, um da ein bisschen das Ganze mit Leben zu füllen, einfach nochmal diese Grundlagenstudie zu machen. Da bin ich auch ganz dankbar, dass wir mit Frau Professor von Keitz und Christina Schwedler, unserer Forschungsdirektorin, zwei Autorinnen haben, die einfach dieses Thema nochmal für uns aufbereitet haben, durchdrungen haben und auch, glaube ich, dann nochmal dieses Auftakt für diese Diskussion, die wir in dem Zusammenhang eigentlich brauchen, um zu sagen, das ist eine sinnvolle Herangehensweise, hinterher mit so einer Berichtspflicht umzugehen, da einfach nochmal, sag mal, so einen Aufschlag zu machen, der wohlinformiert, sag mal so, uns da eine Grundlage bietet, dann auch weiter darüber nachzudenken. Und das ist auch für uns als deutscher Standardsetzer im Bereich der Rechnungslegung natürlich ein Thema, wie wir damit umgehen. Und wir machen ja auch typischerweise Berichterstattungsstandards zum Lagebericht, wo wir dann einfach schauen müssen, wie wir das Thema dann weiterführen können. Aber das soll, wie gesagt, nicht in einem stillen Kämmerlein passieren, sondern eigentlich als breitere Diskussion über die verschiedenen auch Interessengruppen hinweg, dass wir dort einfach nochmal dieses Thema, sagen wir so, der immateriellen Werte nochmal stärker in den Fokus nehmen. Und wie es auch Frau Ries das gesagt hat, das ist einfach ein ganz, sagen wir so, auch wichtiger Bereich, der einfach mehr, sagen wir so, Beachtung bedient und wo wir
verdient und wo wir auch, glaube ich, jetzt mit dieser Diskussion einen, ja, wie gesagt, Aufschlagpunkt setzen können. Mehr will ich auch gar nicht insoweit vorweg schicken. Da kommt gleich noch ein kleiner Block, erstmal ein bisschen nochmal die Grundlagen zu erklären, aber dann auch sicherlich den Vortrag nochmal von Frau von Keitz im Sinne von das aufzubereiten, im Sinne von was herausgefunden wurde und dann die anschließende Diskussion. Vielen Dank. Auch von meiner Seite guten Morgen. Mein Name ist Jakob Kunzelmann. Ich bin Senior Expert bei der Bertelsmann Stiftung und durfte dieses Projekt, dieses White Paper im letzten halben Jahr von unserer Seite begleiten. Vielen Dank, Frau von Keitz, für die unglaublich gute Zusammenarbeit. Auch Herr Landvermann, Frau Schwedler, für die wirklich sehr effektive, effiziente und tolle Zusammenarbeit. Ich will kurz aus Projektebene sagen, warum wir dieses White Paper brauchen. Und einiges ist schon gesagt worden. Wir sind der Überzeugung, dass es ein breiteres Verständnis von Wertschöpfung braucht, um die sozialen und ökologischen Herausforderungen der nächsten Jahre zu gestalten. Deshalb ist es umso wichtiger, die sogenannten immateriellen Ressourcen zunehmend zu erheben, zu messen und steuerungsrelevant zu machen. Zweitens, weil es für die Bewertung des Geschäftsverlaufs und der Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens umso wichtiger ist, möglichst viele relevante Informationen zur Verfügung zu haben. Und drittens, und das ist ja heute auch schon angeklungen, der aktuellste und sicherlich auch relevanteste Punkt, weil wir einen Beitrag zu einer pragmatischen und umsetzungsorientierten CSRD-Berichterstattung leisten wollen. Hier ist wichtig, dass zwischen granularen Informationen zu nachhaltigen Aspekten der Unternehmensführung auf der einen Seite und Aufwand für die Unternehmen der Berichterstattung auf der anderen Seite auch abgewogen wird. Und jetzt freue ich mich, nochmal Herrn Landvermann auf die Bühne zu bitten, um uns den aktuellen Stand der CSRD-Umsetzung nochmal zu nennen. Und der Referentenentwurf ist ja leider nicht draußen, aber Sie wissen mehr. Vielen Dank, Herr Kunzelmann. Ja, ich habe noch nicht hellseherische Fähigkeiten entwickelt, aber ich kann mal versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, was derzeit der Stand der Dinge ist. Und was wir sicherlich haben, ist erstmal eine Umsetzungsnotwendigkeit. Wir haben ja dann aus dem gesetzgeberischen Prozess heraus in Brüssel die, sagen wir mal so, CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive, als gesetzgeberische Vorlage, wenn wir das so mal nennen möchten, ja bekommen. Die ist am 5. Januar diesen Jahres in Kraft getreten und gibt auch eine bestimmte Zeitleiste eigentlich auf, um zu sagen, bis dann muss das Ganze auch im deutschen gesetzgeberischen Wege passiert sein, im Sinne einer Umsetzung. Und da reden wir natürlich über Mitte nächsten Jahres. Und das ist insoweit natürlich ein Moment, wo wir sicherlich noch vor der Veröffentlichung des Referentenentwurfs stehen. Aber trotz allem, was wir wissen, sind die Arbeiten auch sehr weit schon fortgeschritten. Es gab auch schon diverse Zwischenversionen, die mal geleakt worden sind im Juli diesen Jahres, noch vor der interministeriellen Abstimmung, dass man soweit dann schon mal erste Indikationen dazu hatte. Allerdings natürlich das fertige Produkt, das behält sich natürlich auch im BMJ vor, könnte noch wieder ganz anders aussehen. Aber das glaube ich insoweit im Sinne von, wenn man jetzt mal sagt, was dort Gegenstand der Diskussion sein könnte. Wir haben natürlich eine Vielzahl von Themen, die in dem Zusammenhang eine Rolle spielen bei der CSRD-Umsetzung. Und das reicht sicherlich von der Scope-Definition bis hin zum Thema der Prüfung. Und das, wie gesagt, das Thema der immateriellen Ressourcen, eines dieser Themen, die, wie gesagt, wir heute beleuchten wollen. Und es kann sicherlich insoweit noch den einen oder anderen Tag dauern, bis wir das finale Produkt sehen. Ich hatte nochmal Gelegenheit gehabt, da mit dem Ministerium am Montag zu sprechen und haben das also noch nicht entlocken lassen, wann das genau passieren wird. Aber dass das immer so die nächsten Wochen passieren muss, um diese Zeitleisten zu halten, liegt, glaube ich, auf der Hand. Und soll uns aber auch nicht daran mal so aufhalten, zu sagen, wir können uns auch hier schon zumindest mal über diese CSRD-Vorgaben unterhalten, in der Art und Weise, wie wir es auch in diesem Projekt getan haben. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht ganz hilfreich, da einfach nochmal sich die Grundlagen vor Augen zu führen. Wir haben versucht, auf ein paar Slides zusammenzufassen, was wir bisher eigentlich aus der CSRD heraus haben oder wissen. Wir haben natürlich dort auch einen besonderen Artikel im Rahmen der Bilanzrichtlinie, die ja sich im mittlerweile finanziellen Teil des Lageberichtes befindet. Das ist sicherlich insoweit ein wichtiges Unterscheidung auch nochmal zu den Anführungszeichen normalen, wenn man es mal nennen möchte, Nachhaltigkeitsberichterstattung, die ja dann in einem gesonderten Artikel verortet ist. Das ist also im Laufe der Verhandlungen rübergeschiftet worden
in diesen sogenannten allgemeinen Teil des Lageberichtes. Sie sehen praktisch dort die Formulierung, die dort auch ein paar Ankerpunkte bilden, praktisch wie man dieses Thema immaterielle Ressourcen verstehen soll. Und da sind ein paar Buzzwords mit drin, wo wir, glaube ich, im Laufe der erstmal Betrachtung sicherlich im Rahmen der Studie oder des White Papers und aber auch vielleicht hinterher für die Diskussion ein paar Anhaltspunkte haben. Das ist natürlich einerseits erstmal überhaupt zu sagen, es gibt einen Begriff der immaterielle Ressource, die so gar nicht bis jetzt im Bilanzrecht vorhanden gewesen war. Das hätten wir anders gefasst im Sinne immaterielle Vermögensgegenstände, dass man das also weiter verstehen kann, auch über, wie gesagt, nicht bilanzierungsfähige Vermögensgegenstände hinaus. Dann haben wir sicherlich einen Wunsch auch des Gesetzgebers zu sagen, wir wollen jetzt keine überbordende, sagen wir mal so, Berichterstattung haben, was, glaube ich, auch in den Gesamtkontext der CSRD ganz gut hineinpasst, wo wir immer sagen, also es soll ja letztendlich dann auch praktisch noch umsetzbar bleiben, sodass wir in dem Zusammenhang auch wiederum nur von den wichtigsten Ressourcen sprechen. Das ist schon ein starker Indikator. Und auch eine grundlegende Abhängigkeit vom Geschäftsmodell des Unternehmens besteht. Das sind schon sehr starke Indikatoren dafür, dass man gesagt hat, wir haben hier eine Informationslücke, wir haben hier auch die Notwendigkeit, mehr zu sagen. Das könnte reichen, theoretisch aber bis zur sicherlich Bemessung, aber eigentlich im ersten Schritt erstmal eine deskriptive Angabe, um zu sagen, was wollen wir denn in dem Zusammenhang denn darüber sagen, und dass in dem Zusammenhang aber auch wirklich nur das Wichtigste gesagt wird, weil es soll ja auch gerade, und Frau Ries hat das ja auch gesagt, Investoren wollen ja auch und sollen das auch verstehen, was letztendlich die Bedeutung dieser immateriellen Ressourcen ausmacht. Und das insbesondere natürlich in Bezug auf das Geschäftsmodell, dass also dann gesagt wird, was tun die eigentlich im Unternehmen? Und das entspricht auch sehr, glaube ich, unserer bisherigen Verständnis von Lagebericht im Bereich der finanziellen Berichterstattung, wenn man das so nennen möchte, dass man sagt, wir wollen auf steuerungsrelevante Themen hinaus, wir wollen an den Kern dessen, was Unternehmen tun, und das auch letztendlich beschreiben. Insoweit ist das eine Wertschöpfungsquelle. Das soll, sagen wir mal so, auch was greift, also nicht, wie soll man so schön sagen, etwas sein, was insoweit auch dann zu diesem Erfolg beiträgt. Und das kann insoweit eine positive, natürlich insoweit ein Zutun sein. Das kann, wie gesagt, auch die sicherlich Risikoaspekte mit umfassen. Aber dass wir insbesondere natürlich das Thema, wenn wir sagen, wir reden über Ressourcen, natürlich über das, was hilft dem Unternehmen dabei, erfolgreich zu sein. Das ist auch Teil dieser Definition, die dort mit enthalten ist, dass man sagt, also Ressourcen ohne physische Substanz ist schon mal ein Indikator. Wie gesagt, Geschäftsmodell hatte ich gerade schon erwähnt und diese grundlegende Abhängigkeit und Wertschöpfungsquelle auch natürlich ein wesentlicher Charakterzug praktisch dieser geforderten Angaben. Insoweit ein Gerüst, was natürlich man sich als Folge die Frage stellt, was bedeutet das jetzt für mich persönlich als Unternehmen? Was habe ich denn eigentlich darunter zu verstehen? Und das war eigentlich auch der Ansatzpunkt für unsere Diskussion, zu sagen, da müssen wir mal genauer reingucken im Sinne von, was kann denn eigentlich nach unserem Verständnis mal zu sagen, okay, was ist so ein Universum, was dort tatsächlich berichtet werden kann? Weil ich glaube, wenn man jetzt den einen oder anderen im Publikum fragen würde, was würden Sie denn darunter fassen? Ich glaube, die Antworten könnten da sehr unterschiedlich ausfallen. Und ich glaube, gerade in dieser Hinsicht können wir noch einen großen Mehrwert leisten, einfach um dieses Verständnis zu stärken, im Sinne einer sicherlich Hilfestellung und weniger im Sinne einer Verkomplizierung der Berichterstattung. Ja, man darf aber auch nicht aus dem Auge verlieren, dass man dort eine Regelung hat, die ursprünglich, wenn man jetzt mal den ursprünglichen Entwurf anschaute, aus dem Nachhaltigkeitsteil hätte kommen sollen. Und das ist auch immer wieder der Bezug, wo man sagt, Geschäftsmodell, das hat wahrscheinlich auch noch so eine Komponente der Transformation in sich, wo man sagt, das ist ja auch nicht statisch zu verstehen, sondern ein transformatorischer Aspekt ist immer mit dabei. Und dass man natürlich insoweit auch aus den, wenn man jetzt mal so sagt, Erwägungsgründe, was sind die Beweggründe gewesen, praktisch für den Gesetzgeber hier überhaupt aktiv zu werden, dass man gesagt hat, da haben wir zu wenig Informationen. Wir brauchen da im Grunde ein bisschen mehr Fleisch am Knochen. Wir haben diese große Unterscheidung zwischen Buchwert und Marktwert. Dieses Gap wird, das ist auch in der Studie mit drin, und ich glaube, die Frau von Keitz wird das gleich auch noch ein bisschen weiter ausleuchten, im Sinne von, das wird auch immer bedeutsamer. Und Frau Ries, Sie sagten das ja auch. Sag mal so, es gibt natürlich auch hier Entwicklungen, wo wir das auch schon aktuell sehen, dass da eine Umorientierung stattfindet, dass man dieses Thema auch stärker mit reinnimmt, praktisch auch in diese Investorenentscheidung.
Ja, und natürlich, man hat immer inhaltliche Querverbindungen zu dem, was ansonsten in der Nachhaltigkeitsberichterstattung gefordert ist. Wobei das, wie gesagt, mehr unter dem Blickwinkel sicherlich auch der, wie immer so schön, der Double Match Reality stattfindet. Das sind also Berichtsaspekte, wo praktisch neben diese reine finanzielle Perspektive noch eine breitere Stakeholder-Perspektive gesetzt wird. Das ist auch insoweit ja dadurch auch nicht abgedungen, nur dass man sagt, in dem Zusammenhang sehen wir nochmal sicherlich eine besondere Funktion im Blick auf die Informationsentwicklung, Vermittlung, wenn wir das Ganze im finanziellen Teil des Lageberichtes ansehen. Das ist natürlich auch insoweit dann zugänglich, auch für eine nationale Sichtweise, und deshalb ist es auch wichtig, dass wir heute diese Diskussion hier führen. Und allerdings diese Querverbindung dürfen wir nie außer Acht lassen, weil es gibt durchaus sicherlich Komponenten, wo wir sagen, dann gibt es auch unter einem anderen Gesichtspunkt vielleicht weiterführende Informationen im Nachhaltigkeitsbericht. Also es gibt ein Konnektivitätsthema, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist im Sinne einer umfassenden Informationsvermittlung. Aber hier kommen wir doch nochmal mit einer besonderen Perspektive, wo wir sagen, das Wichtigste soll dann in dem Sinne hier einfließen. Und wir haben ja schon auch bestehende Bestandteile im DS 20, unserem Flaggschiff-Standard, wenn man jetzt sagt, man reden mal über die Beschreibung des Geschäftsmodells, Strategie und so weiter, dass sich hier natürlich unmittelbar auch Querverbindungen ergeben, die in dem Zusammenhang, glaube ich, auch eine wichtige Komponente sind, wenn man jetzt weiter darüber spricht, wie wir das Thema Immaterielle behandeln wollen. Ja, soweit sicherlich auch eine Einbindung in die weitere Arbeit des DSCs, aber da möchte ich auch gar nicht der ganzen Sache schon vorgreifen, sondern wir werden uns jetzt so Stück und Stück daran tasten. Und den nächsten Schritt im Randtasten bildet erstmal, glaube ich, dann der Vortrag von Frau Professor von Keitz, um so ein bisschen die Inhalte des White Papers näher zu bringen. Herr Kunzelmann, Sie machen noch eine kleine Überleitung dann. Genau. Vielen Dank, Herr Landvermann, für die Worte. Als wir uns auf die Suche begeben haben nach einer Expertin, einem Experten, der dieses White Paper umsetzen kann, haben wir ganz Deutschland gescreent, und wir sind sehr, sehr froh, hier eine ausgewiesene Expertin mit Isabel von Keitz für dieses Papier gewinnen zu können, oder ja, dass wir sie gewinnen konnten. Sie arbeiten seit 30 Jahren zu diesem Thema immaterielle Ressourcen. Sie haben ja auch gesagt, Sie haben sogar Ihre Doktorarbeit schon über dieses Thema geschrieben, immaterielle Güter in der internationalen Rechnungslegung. Sie haben zahlreiche Veröffentlichungen zu diesem Thema herausgegeben, sind Professorin für Betriebswirtschaftslehre und insbesondere internationales Rechnungswesen an der FH Münster. Und Sie waren und sind in diversen und verschiedenen Arbeitsgruppen und Arbeitskreisen zu diesem Thema, unter anderem auch beim DRSC. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Mal, glaube ich, ein bisschen hier zur Seite. Ja, vielen Dank, Herr Kunzelmann, für die freundliche Vorstellung. Ich kann sagen, dass auch ich mich sehr gefreut habe, als Sie mich Anfang des Jahres kontaktiert haben, gebeten habe, zusammen mit Christina Schwedler dieses Papier zu verfassen. Und ich freue mich auch, dass wir das hier jetzt in so einem tollen Rahmen heute präsentieren können. Herzlichen Dank also auch dafür, und ganz herzlichen Dank auch an dich, Christina, für die tolle Zusammenarbeit bei der Erarbeitung dieses Papiers. Ja, ich freue mich auch natürlich über Ihr Interesse hier im Saal an diesem Papier und an dem Thema insgesamt, und möchte natürlich auch die an den Bildschirmen, wo auch immer, dann begrüßen. Auch da freue ich mich, dass Sie sich zugeschaltet haben. Herr Kunzelmann sagte es schon, ich habe mich mittlerweile seit fast über 30 Jahren, kann man sagen, mit diesem Thema beschäftigt und bin immer wieder auch mit verschiedenen Vertretern auch der Wirtschaft in verschiedensten Gremien damit beschäftigt, eben diese Berichterstattung oder Bilanzierung, Berichterstattung zu immateriellen Ressourcen zu verbessern. Und insofern habe ich mich in der Tat auch sehr gefreut, als dann mit der CSRD diese Berichtspflicht über immaterielle Ressourcen gekommen ist oder kommen wird, jetzt umzusetzen ist. Und verbinde damit auch die Hoffnung, dass die Aussage von Herrn Moxter, eben eine viel zitierte Aussage, auch immer noch gültige Aussage, nämlich dass die
immateriellen Ressourcen auch ein Sorgenkind oder das ewige Sorgenkind des Bilanzrechts sind, perspektivisch zumindest an Gültigkeit verlieren kann. Damit die immateriellen Ressourcen ihren Makel aber auch tatsächlich verlieren, glaube ich, ist noch einiges zu tun. Herr Lampfermann hat es ja aufgezeigt, die Regel, die Berichtspflicht ist erstmal sehr, sehr allgemein, sehr abstrakt formuliert. Und insofern ist, man kann sagen, mit der Berichtspflicht einerseits eine Chance verbunden, dass eine gewisse Informationslücke auch geschlossen wird oder zumindest reduziert wird. Aber eben setzt uns alle auch zunächst mal den deutschen Gesetzgeber, den Standardsetter, aber auch natürlich die Unternehmen vor große Herausforderungen, nämlich diese Berichtspflicht umzusetzen. Ja, ich bitte Sie jetzt nicht zu erwarten, dass wir Ihnen in dem Paper oder ich Ihnen jetzt die Lösung präsentieren kann und werde, wie Sie jetzt dieser Berichtspflicht nachkommen, was Sie also quasi dann künftig in Ihrem Lagebericht schreiben sollten. Das war auch nicht das Ziel dieses Papers, nicht quasi unser Auftrag, sondern Herr Lampfermann hat es ja angesprochen, wir wollen ein bisschen Hintergrundinformationen geben, Input geben, um diese Diskussion anzustoßen und damit Sie alle eben auch in Anführungsstrichen fundiert hier mitdiskutieren können. Diesen Input haben wir quasi gegeben, indem wir uns mit 5 Fragen auseinandergesetzt haben in diesem Paper. Da geht es zum einen darum, dass wir zunächst nochmal geklärt haben, was sind denn eigentlich immaterielle Ressourcen und damit auch der potenzielle Berichtsgegenstand, das ist wichtig. Wir haben die Bedeutung aufgezeigt, wir haben uns auseinandergesetzt oder aufgezeigt auch nochmal, was sind die aktuellen Regelungen und inwiefern sind sie auch tatsächlich unbefriedigend. Wir haben ein paar ausgewählte Konzepte vorgestellt, die in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, von verschiedensten Institutionen, Organisationen, Wissenschaftlern erarbeitet worden sind, die eben die Unternehmen hätten freiwillig anwenden können. Und dann haben wir uns natürlich auch mit diesen Stellschrauben, Herr Lampfermann hat einige ja auch schon angeführt, auseinandergesetzt, die es gilt, die gelten jetzt eben umzusetzen sind, zu konkretisieren sind. Wie gesagt, wir haben da jetzt nicht auch wirklich gesagt, so sollte es sein, sondern konnten und wollten in diesem Papier diese nur aufzeigen und vielleicht an der anderen Stelle natürlich auch diskutieren und Lösungsvarianten aufzeichnen. Ja. In der halben Stunde, die mir Zeit bleibt, oder wenn ich auf die Uhr gucke, wahrscheinlich jetzt auch schon wieder nicht mehr eine halbe Stunde, obwohl wir sehr gut im Zeitplan sind, kann ich natürlich jetzt nicht alles, was wir in diesen 80 Seiten Papier uns Gedanken gemacht haben, unsere Gedanken nicht alle hier kundtun, sondern werde jetzt auf einzelne Aspekte eingehen. Werde mich aber hier auch an diesem roten Faden auch ein Stück weit orientieren. Ja, und insofern beginne ich auch mal mit dieser Frage, was zählt denn eigentlich, wie komme ich jetzt nochmal zurück? Mit der Frage, was zählt eigentlich zu den immateriellen Ressourcen? Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Frage, denn Sie alle haben natürlich irgendeine Vorstellung, was zu den immateriellen Ressourcen zählt. Aber auch die Erfahrung in den ganzen Diskussionen in den Gremien, auch mit Praxisvertretern, ist es eben so, dass viele eben bestimmte immaterielle Ressourcen im Kopf haben, aber die immateriellen Ressourcen oder das Spektrum der immateriellen Ressourcen ist eben sehr breit. Es gibt eine ganze Vielzahl an immateriellen Ressourcen, von eben Mitarbeiter-Know-how, Marken, Patente, Kundenzufriedenheit, Vertriebsnetze, also um hier nun mal wirklich eine kleine Auswahl auch zu nennen. Wenn es darum geht, jetzt sich Gedanken zu machen um eine mögliche Berichterstattungspflicht, dann muss man eben alle diese immateriellen Ressourcen, diese Vielfalt dieser immateriellen Ressourcen auch mitdenken.
Und erschwerend kommt eben noch hinzu, dass diese immateriellen Ressourcen auch zum Teil recht unterschiedliche Charaktereigenschaften haben, beziehungsweise die Ausprägung dieser Charaktereigenschaften, dieser immateriellen Ressourcen sehr unterschiedlich ist, besonders ist auch im Vergleich vielleicht zu den materiellen. Viele sind eben sehr individuell, sehr einzigartig, nicht so einfach imitierbar. Häufig ist die Entstehungsgeschichte bzw. die Entstehungsphase die Frage, kann ich auch tatsächlich solch einen immateriellen Wert, der mir hinterher auch einen Nutzen stiftet, entwickeln? Ungewiss. Immaterielle Ressourcen sind nicht immer auch wirklich durch das Unternehmen kontrollierbar. Mitarbeiter-Know, Zufriedenheit nur als Beispiel. Sie verflüchtigen sich teilweise auch sehr schnell oder haben auch negative Ausprägung. Also natürlich ist die Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit eine immaterielle Ressource, aber es kann natürlich auch eine Unzufriedenheit werden und das birgt dann auch Risiken für dieses Unternehmen. Manche immateriellen Ressourcen wirken auch wirklich nur im Verbund mit anderen, können auch nur dann einen Wert für das Unternehmen stiften und viele immateriellen Ressourcen sind eben auch nicht wirklich messbar, quantifizierbar, bewertbar, was man letztendlich ja dann auch für eine zum Beispiel auch Bilanzierung brauchen würde. Und zu guter Letzt, was jetzt gerade im Zuge auch dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung dann auch nochmal klarer geworden ist, es gibt schon große Überschneidungsbereiche zwischen den immateriellen Ressourcen und den Nachhaltigkeitsaspekten, aber das ist eben nicht eins, sondern da gibt es schon auch noch ein paar Unterschiede. Ja, all diese Vielfalt oder aufgrund dieser ganzen Vielfalt und der unterschiedlichen Charaktereigenschaften gibt es auch keine in dem Sinne wirkliche Definition von immateriellen Ressourcen. Man hat eben nur, wie wir das ja auch in der Definition in Anführungsstrichen von der EU jetzt in der CSRD gesehen haben, nimmt man nur eigentlich eine Abgrenzung mal vor zu den materiellen Ressourcen oder Werten. Also immaterielle sind eben nicht physisch greifbar. Man müsste jetzt hier aus bilanzrechtlicher Sicht aber auch nochmal das abgrenzen zu den materiellen, zu den finanziellen. Ja, aufgrund dieser Problematik hinsichtlich der Definition, der Vielfalt, der unterschiedlichen Charaktereigenschaften ist man in den vergangenen Jahrzehnten, kann man auch wieder sagen, hingegangen in verschiedenen Institutionen, aber auch verschiedene Wissenschaftler haben das gemacht, diese immateriellen Ressourcen dann zumindest ein Stück weit zu kategorisieren, um damit diese zu umschreiben auch und auch ein Stück weit zu systematisieren. Wir haben hier jetzt mal drei Kategorisierungsvorschläge in dem White Paper auch ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Ich habe sie hier in dieser Abbildung auch mal mitgebracht. Das ist einerseits eben ein Kategorisierungsvorschlag eben von IERC, also dem International Integrated Reporting Committee, die eine Dreiteilung vorgenommen haben in Humankapital, Beziehungskapital und eben Intellectual Capital. Wiki hat eine, ich sag mal, ähnliche Kategorisierung. Die beide Institutionen sagen auch, dass sie im Grunde genommen sehr ähnlich die Kategorisierung vorgenommen haben, auch inhaltlich, verwenden aber auch unterschiedliche Begriffe. Und der Arbeitskreis immaterielle Werte im Rechnungswesen, wo ich auch eben Mitglied war, hat hier eine etwas differenzierte Kategorisierung vorgenommen, eben in diese sechs Kategorien, die ja insofern dann vielleicht auch noch mal ein bisschen klarer werden lassen, um was es denn hier eigentlich geht, um welche Spannbreite es hier geht. Also wie gesagt, das ist, finde ich, zentral auch erstmal, wenn man jetzt hier über die Berichterstattung redet, dass man immer alle Kategorien, sage ich mal, mitdenkt und vielleicht kann diese Kategorisierungsvorschläge ja auch helfen, dann hinter die Angabepflichten zu systematisieren, zu strukturieren. Ja, zur Bedeutung der immateriellen Ressourcen als Werttreiber
haben wir heute auch schon einiges gehört. Und ich denke mal, uns allen ist ja klar und bewusst, dass durch den Wandel der Industriegesellschaft zur Dienstleistungswissensgesellschaft die immateriellen Ressourcen eine hohe Bedeutung haben, auch gerade jetzt im Zusammenhang mit der nachhaltigen Transformation nochmal. Das hatte auch von Ries ja anklingen lassen. Wir haben das in diesem Paper auch konzeptionell untersucht, auch sind da nochmal auf die Ursachen-Wirkungszusammenhänge eingegangen, die in dem Zusammenhang auch wichtig sind, haben das auch so ein paar Studien, die es dazu gibt und das belegen, die in Bedeutung hier herausgegriffen. Ich möchte die Bedeutung letztendlich jetzt nur an dieser einen Abbildung, an dieser einen Grafik von Brand Finance mal aufgreifen. Da geht es um diese Marktwert-Buchwert-Lücke, die ja auch im Erwägungsgrund der EU zu dieser Berichtspflicht aufgegriffen wurde. Und damit kann man eigentlich auch schon mal ganz gut auch den Link zum dritten Punkt machen, nämlich der Frage der bilanziellen Abbildung. Ich weiß nicht, ob Sie das alles so alle so wirklich erkennen können, aber was in dieser, in dieser Grafik ja letztendlich verdeutlicht wird, ist eben einerseits, dass sich die Marktwert-Buchwert-Lücke, kann ich hier das, also hier kann ich es nochmal zeigen, die Marktwert-Buchwert-Lücke, das ist im Grunde dieser orangefarbene Teil der Säulen dann immer schon stark seit 1996 erhöht hat. Marktwert-Buchwert-Lücke heißt ja im Grunde genommen, dass das, was bilanziell in der Bilanz abgebildet ist, als Buchwert eben das bilanzielle Reinvermögen, das Eigenkapital, verglichen wird mit dem Marktwert, mit der Marktkapitalisierung eines Unternehmens, mit dem Unternehmenswert. Und da sieht man eben, dass dieses Gap, das heißt der dass dieses Gap eben sehr stark angestiegen ist. Und ja, man sagt eben, dass ein Großteil dieser Marktwert-Buchwert-Lücke letztendlich durch die immateriellen Ressourcen verursacht werden, also dass in dieser Marktwert-Buchwert-Lücke zum Großteil immaterielle Ressourcen drinstecken, die eben nicht bilanziert werden dürfen, die man eben nicht letztendlich im Buchwert findet. Und man sieht dann hier an dieser Grafik von Brand Finance auch noch, dass eben der Anteil der tatsächlich bilanzierten immateriellen Ressourcen, die also in dem Buchwert dann drinstecken, schon vergleichsweise gering ist. Um das Ganze vielleicht ein bisschen griffiger, ein bisschen plastischer noch zu machen, habe ich mal hier mitgebracht ein paar ausgewählte Angaben aus dem Abschluss, besser gesagt aus dem Konzernabschluss und auch dem Lagebericht von SAP. Ich glaube, ein Unternehmen, was wir alle kennen, wo wir auch wahrscheinlich alle erwarten, dass sie viele immaterielle Ressourcen haben. Tatsächlich bilanziert werden in 2022, zum 31.02.2022, 3,8 Milliarden Euro immaterielle Vermögenswerte. Also da stecken drin eben Software-Lizenzen, erworbene Technologie, auch Kundenbeziehungen und zum Beispiel Markenrechte. Das sind eben die Angaben, die SAP ja dazu macht. Wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt zur Bilanzsumme einerseits, wo ja im Grunde genommen dann die ganzen Vermögenswerte drinstecken, dann sind das nur 5% von allen Vermögenswerten von SAP. Und im Verhältnis jetzt zum Eigenkapital, also dem Buchwert des Reinvermögens von SAP, macht das 9%. Wenn man dann im Lagebericht dann auf der anderen Seite liest, dass die Differenz zwischen dem Marktwert und Buchwert 75 Milliarden betrifft und eben auch SAP. Und dann muss man sagen, das machen sie freiwillig. Diese Verpflichtung gibt es eben aktuell ja nicht, jetzt irgendwie Angaben zur Marktwert-Buchwert-Lücke zu machen und die auch noch weiter zu erläutern. Wenn man das eben dann hier nochmal auch
auch sieht, dann schreiben Sie eben auch selber in Ihrem Abschluss, dass der Großteil dieser Buchwertlücke ja, sich ergibt aus dem Kundenkapital, also Kundenstamm, Kundenbeziehungen, dem Mitarbeiter-Know-how, Partnernetzwerken, auch Großteil der selbst entwickelten Software, die also eben nicht bilanziert wird, Innovationsfähigkeit, Marken und eben auch die Unternehmensorganisation, also die Spannbreite auch wirklich hier der immateriellen Ressourcen so ein bisschen sich widerspiegelt. Ja, ich glaube, das verdeutlicht schon mal dieses Dilemma, was es gibt im Bereich des Bilanzrechts, was ja eben Herr Moxter mit dem ewigen Sorgenkindern umschrieben hat. Und vor dem Hintergrund haben wir dann auch in dem Paper diese aktuellen Bilanzierungsrichtlinien, die aktuellen Bilanzierungsregeln nach HGB, IFRS mal ein bisschen erläutert. Ich will das jetzt hier natürlich im Detail nicht machen, aber ich möchte vielleicht zwei Problembereiche nochmal herausstellen, die wir ja letztendlich auch bei SAP gesehen haben. Also zum einen ist es so, dass viele immaterielle Ressourcen nicht bilanziert werden dürfen, nicht aktiviert werden dürfen, weil sie eben, wie man so schön sagt, nicht bilanzierungsfähig sind, weil sie nicht selbstständig verwertbar sind, weil sie nicht kontrollierbar sind durch das Unternehmen, weil sie auch nicht bewertbar sind. Dazu zählt zum einen ein Großteil des Humankapitals, will ich mal sagen, auch des Prozesskapitals, also der Unternehmensorganisation. Diese dürfen eben nicht angesetzt werden, beziehungsweise wenn sie quasi im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses, eines Unternehmenskaufes mit erworben wurden, weil man da im Grunde mehr gezahlt hat als die identifizierbaren Vermögenswerte sind, dann steckt das eher in diesem Goodwill mit drin, was aber ja so ein Konglomerat ist, auch nicht weiter erläutert wird. Wir haben ja hier bei SAP gesehen, dass dieser Goodwill macht da auch einen großen Anteil nochmal aus. Es wäre auch nochmal ein spannendes Thema. Das ist aber auch ein anderes Thema, wenn wir das Fass jetzt noch aufmachen wollen. Das wollte ich jetzt zumindest hier an der Stelle erstmal nicht machen. Aber ne, also insofern, das ist einfach schon mal auch die aktuellen Regelungen sehen, erlauben einfach, und zwar auch nach HGB wie auch IFRS, und das gilt, glaube ich, auch ohne jetzt wirklich alle Regeln weltweit zu kennen, aber in den meisten Rechnungslegungssystemen so. Ein anderes Problem ist aber dann auch, dass für die Bilanzierung entscheidend ist die Zugangsart. Das heißt, Unternehmen, die selbst erstellte immaterielle Ressourcen haben oder Werte haben, die dürfen diese trotzdem zum Teil nicht aktivieren. Oder aber man hat ein Wahlrecht, also wenn ich jetzt nochmal an die Marke denke, die SAP ja auch quasi in dieser Marktwert-Buchwertlücke drin steckte, dann darf die eben nicht aktiviert werden, weil sie eben selbst erstellt ist. Wenn aber jetzt jemand SAP übernehmen würde und damit die Marke SAP übernimmt, dann wäre sie als separat erworbene oder als im Rahmen eines Zusammenschlusses erworbene Marke auch zu bilanzieren, zu aktivieren. Dann würde sie eben in die Bilanz dann dieses Erwerbers dann kommen. Und für andere auch Software, Produktinnovationen, um auch hier wieder als Beispiele zu nennen, also bei SAP ja die selbst erstellte Software, die ist tendenziell aktivierungsfähig, da gibt es auch kein in dem Sinne Verbot zu, aber man hat hier eine Aktivierungspflicht im Fall von IFRS, im Fall von HGB, ein Wahlrecht dann auch ohnehin nur, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, und das ist eben auch häufig erst im Rahmen dieser ganzen Entstehungsphase relativ spät und hat eben ja auch dazu geführt, dass auch SAP in dem Fall
relativ wenig selbst erstellte Software. Ja, das soll an der Stelle vielleicht genügen, aber zeigt eben diese Problematik nochmal auf. Man kann natürlich jetzt darüber diskutieren, ob man nicht die Bilanzierungsregeln ändert. Und da gibt es auch viele, auch nationale Standardsetter, die das aktuell machen. Es gibt viele Projekte dazu, die auch wir in dem Paper zum Teil aufgeführt haben. Aber man kann, glaube ich, auch sagen und zusammenfassen, dass zumindest kurz-, mittelfristig hier keine Änderungen zu erwarten sind an den Bilanzierungsregeln. Und insofern wird hier als Lösung oder zumindest als Zwischenlösung eher die narrative Berichterstattung vorgesehen, wie sie ja jetzt eben über die CSRD dann auch auf die Unternehmen zukommen wird. Man muss fairerweise aber auch noch mal vielleicht erwähnen, dass es aktuell schon auch gewisse Berichtspflichten gibt, die auch dazu führen, dass man auch über immaterielle Ressourcen berichtet. Wir haben das jetzt auch in einem White Paper jetzt nicht in vollständig untersucht, aber will auch hier Nummer eins nennen. Also es ist schon so, dass man, wenn man eben wesentliche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat, darüber zu berichten hat oder aber auch hier jetzt ja schon im Rahmen der nicht finanziellen Erklärung, der nicht finanziellen Berichterstattung, also Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie wir jetzt künftig sagen werden, man über zum Beispiel Arbeitnehmerlagen und damit Humankapital zu berichten hat, wenn es dann eben entsprechend wesentlich ist. Aber es gibt eben kein wirklich umfassendes, systematische Berichtspflicht, sondern die soll und wird ja eben mit dieser neuen Berichtspflicht der CSRD dann kommen. So, was es aber gibt, und auch das haben wir hier in dem White Paper aufgegriffen, es gibt zahlreiche Vorschläge aus der Wissenschaft, aber eben auch von vielen Institutionen, wo dann auch Praktika mitgewirkt haben, in denen dann Vorschläge erarbeitet wurden, wie über immaterielle Ressourcen berichtet werden könnte. Diese Konzepte liegen vor. Wie gesagt, eine ganze Reihe von diesen Konzepten gibt es. Die Unternehmen hätten sie freiwillig anwenden können. Es wurde aber eben von den wenigsten gemacht. Bleibt mir jetzt nicht die Zeit, wirklich auf diese ganzen Konzepte dezidiert einzugehen. Ich habe jetzt hier auch nur mal zwei rausgegriffen. Also auch wir in dem Paper haben jetzt auf einige Konzepte verwiesen, aber ansonsten hier eher auch drei Konzepte nur etwas ausführlicher vorgestellt. Und eines dieser Konzepte ist eben dieses Intellectual Capital Statement des Arbeitskreises der immateriellen Werte im Rechnungswesen der Schmalenbach-Gesellschaft, die, Sie erinnern sich vielleicht, eben die immateriellen Ressourcen in 7 Kategorien unterteilt. Und der Vorschlag dieses Arbeitskreises war es eben, dass man dann für jede Kategorie auch etwas sagt dazu, schreibt dazu, wie eben die Strategie, die Ziele, die Maßnahmen dieser immateriellen Ressourcen sind. Es wird ein Kriterien- oder Indikatorenkatalog gegeben, auch veröffentlicht für im Grunde genommen diese 7 Kategorien an potenziellen Indikatoren, die eben über diese immateriellen Ressourcen dann zu geben sind. Hier wird gesagt, man kann also sollte die aktuellen Werte dieser Indikatoren angehen, aber auch eben die Vergangenheitswerte und möglicherweise auch Sollwerte. Wichtig ist, diese auch zu definieren, auch die Wechselwirkung aufzuzeigen und auch natürlich ein Stück weit zu interpretieren. Wiki hat auch ein Rahmenkonzept, eher gesagt ein Framework zur Berichterstattung über immaterielle Ressourcen erlassen.
Das ist eben mehr als Rahmenkonzept auch gedacht. Nichtsdestotrotz hat hier auch Vicky, deswegen haben wir das auch noch mal mit aufgegriffen, auch einen möglichen Aufbau und die möglichen Inhalte skizziert. Auch hier möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Das haben wir in dem Paper noch etwas ausführlicher natürlich gemacht. Aber hier sieht man so, dass dort eben Wert draufgelegt wird, auch auf die Differenzierung, welche immateriellen Werte in der Vergangenheit bis zur Gegenwart eben wesentlich grundlegend waren für die Wertschöpfung des Unternehmens und auf der anderen Seite eben, welche immateriellen Ressourcen eben wichtig sind für die Zukunft, für die künftige Wertschöpfung. Und auch hier geht es natürlich wieder darum, dass man einerseits Angaben macht zur Strategie, zu den Zielen, zu den Maßnahmen, zu den Ursachen-Wirkungszusammenhängen. Auch Indikatoren werden hier angeführt, die in dem Zusammenhang jeweils dann zu erläutern und anzugeben sind. Diese Konzepte, und deswegen haben wir die auch eben hier nochmal so ein bisschen ausführlicher dargestellt im Paper, können natürlich auch hilfreich sein jetzt zur Ausfüllung, zur Interpretation, zur Konkretisierung der Berichtspflicht, die auf eben die Unternehmen jetzt zukommt, weil sie eben die Berichtspflicht, die wir haben, eben sehr abstrakt ist. Und insofern, darum geht es ja jetzt auch so ein bisschen, dass man sich in der Zukunft eher darüber verständigt, wie kann man diese Berichtspflicht jetzt auch tatsächlich umsetzen. Und hier haben wir in diesem Paper eben die verschiedenen Stellschrauben mal aufgegriffen, andiskutiert, Lösungsvorschläge gemacht, aber wie gesagt, nicht natürlich in dem Sinne Empfehlungen gegeben, so sollte es sein, sondern da können wir vielleicht auch gleich zusammen auch nochmal drüber diskutieren, über das eine oder andere. Ja, ich will auch hier nur mal so ein paar Aspekte herausstellen. Also zum einen geht es natürlich immer auch um die Frage, wer ist eigentlich jetzt überhaupt verpflichtet, diese Angaben zu machen, also der Anwenderkreis. Das ist, ich sag mal, vergleichsweise eigentlich klar geregelt. Das ist nämlich sind die Unternehmen, die auch zur Nachhaltigkeit Berichterstattung verpflichtet sind, nach eben jetzt der CSRD. Wesentlich unklarer ist, das hat Herr Lampermeier auch schon angesprochen, ist aber, was ist denn eigentlich jetzt genau der Berichtsgegenstand? Also ne, ich habe hier aufgezeigt, es gibt natürlich eine breite Vielfalt von immateriellen Ressourcen. Wir haben auch gesehen, dass SAP eine Vielzahl von immateriellen Ressourcen hatte. Aber die Frage ist ja, müssen Sie jetzt über all diese, die Sie auch aufgelistet haben, vielleicht freiwillig, wie gesagt, berichten? Hier im Richtlinientext heißt es ja nur über die wichtigsten immateriellen Ressourcen. Es gibt auch eine Definition von wichtigsten immateriellen Ressourcen, die vielleicht da auch hilfreich bei sind, die aber auch auf der anderen Seite eben zeigen, es gibt hier ja letztendlich ja ein neues Wesentlichkeitskriterium, ja, was auszulegen ist. Also das ist eben nicht jetzt einfach zu sagen, das entspricht der doppelten Wesentlichkeit, wie wir sie jetzt in der Nachhaltigkeitsberichterstattung kennen. Also insofern, das ist sicherlich auslegungsbedürftig und vor allen Dingen auch müsste man hier für die Unternehmen auch Hinweise geben, wie kann man jetzt eine Auswahl treffen, eine Priorisierung treffen, wie kann man da entsprechend vorgehen. Dann zu klarzustellen, also ist sicherlich dann auch nochmal, inwiefern man zu berichten hat, nur über die immateriellen Ressourcen, die bisher noch nicht bilanziert wurden oder über alle. Also das ergibt sich, Herr Lampermann hat es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, aus dem Entstehungsgeschichte schon so, dass man eher davon ausgehen muss und das mag ja auch sinnvoll sein, über alle immateriellen Ressourcen erstmal zu berichten. Ne? Gegebenenfalls kann man ja dann auch sagen, welche hat man jetzt schon bilanziert oder nicht. Aber es gibt ja eben viele Unterschiede auch. Manche Unternehmen bilanzieren irgendwelche Ressourcen, andere eben nicht, je nachdem, wie die Zugangsart war. Also insofern, das ist zu klären. Und was aber auch, denke ich, relativ klar ist, dass eben die über alle Ressourcen zu berichten ist, erstmal unabhängig von
davon, ob sie auch einen Nachhaltigkeitsbezug haben. Also es ist ja nicht mehr in der Nachhaltigkeitsberichterstattung verortet, sondern auch gerade, weil man, auch das zeigt sich so in der Entstehungsgeschichte, weil man eben selber auch sieht, man kann das nicht ganz immer abgrenzen, welche immaterielle Ressourcen haben jetzt Nachhaltigkeitsbezug und nicht. Also insofern müsste man über alle, beziehungsweise über alle wichtigen, ne, oder die wichtigsten natürlich nicht über alle berichten. Wenn man das dann hat, ne, wenn man dann schon mal dazu gekommen ist, sagt, okay, ich weiß jetzt, ich muss über die und die immateriellen Ressourcen berichten, ist aber dann natürlich weiter nochmal zu fragen, ja, welche Angaben muss ich denn tatsächlich machen? Was ist also der Berichtsinhalt, was soll der Berichtsinhalt sein und die Gestaltung? Ich greife da nochmal auf SAP zurück, die ja im Grunde immerhin schon mal diese Marktwert-Buchwertlücke aufgezeigt haben, wie gesagt freiwillig, und dann im Grunde im Wesentlichen benannt haben, welche immateriellen Ressourcen in dieser Marktwert-Buchwertlücke drinstecken. Die Nennung, reine Nennung, wird hier wahrscheinlich nicht ausreichen, denn das heißt jetzt zumindest hier, erläutern, inwiefern das Geschäftsmodell abhängt. Also reicht nicht eine reine Nennung, sondern man muss schon ein bisschen weiter erläutern. Aber was ist damit genau gemeint? Was sollte man angeben? Also was könnte man angeben? Sollte man auf die Ursachen-Wirkungskette eingehen? Die Strategie, wie das ja auch in den Konzepten vielfach vorgeschlagen wird, die Konnektivität mit anderen Ressourcen, die Verfügbarkeit, auch sollte man vielleicht auf die Risiken, Chancen eingehen. Die Frage ist, sind diese Angaben nur vergangenheitsorientiert zu machen oder eben auch zukunftsorientiert, wie das ja auch in verschiedensten Konzepten schon thematisiert wurde. Die Frage, die sich dann auch der Gesetzgeber oder wahrscheinlich das DSEC dann stellen muss, wollen wir vielleicht Mindestangaben fordern oder zumindest Empfehlungen geben, ne, damit man hier so eine gewisse auch Vergleichbarkeit vielleicht auch hat. Soll es eine Informationsabstufung geben? Da gibt es ja auch in dem DSR 20 einen entsprechenden Grundsatz. Stellt sich auch die Frage, soll es mehr eine reine verbale narrative Berichterstattung sein oder soll, wie eben auch viele Konzepte ja vorgeschlagen haben, hier auch Indikatoren mit angegeben werden, welche könnten das sein? Auch da in diesem Bereich gilt es einiges zu diskutieren und dann auch zu konkretisieren und operabel dann zu machen für die Unternehmen. Und schließlich auch noch das Thema der Verortung. Also auch hier, ne, wo letztendlich sollten die Unternehmen diese Angaben machen? Also Herr Landwehrmann hatte es auch schon angesprochen. Ursprünglich war es mal angedacht, diese über die immateriellen Ressourcen im Zusammenhang mit den Nachhaltigkeitsaspekten, also im Nachhaltigkeits, in diesem besonderen Abschnitt, der jetzt dafür vorgesehen ist, im Lagebericht darüber zu berichten. Jetzt ist diese Berichtspflicht eher in den, in den vorderen Teil oder finanziellen allgemeinen Teil gewandert. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, muss ich dafür einen separaten Abschnitt auch vorsehen? Das ist jetzt hier zumindest aus dem Wortlaut erstmal nicht erkennbar. Kann ich den also integrieren, auch in andere Teile dieses allgemeinen, diesen finanziellen Teils? Was letztendlich ja auch aus den Erwägungsgründen zur Richtlinie hervorgeht, dass wenn jetzt immaterielle Ressourcen einen entsprechenden Nachhaltigkeitsbezug haben, wie zum Beispiel Human Capital, und man da eben im Nachhaltigkeitsbericht auch drüber berichten sollte, weil es eben wesentlich ist, dann sollte das auch so sein. Das steht zumindest in dem Erwägungsgrund, ergibt sich ja aus dem Wortlaut hier jetzt erstmal auch nicht. Aber die Frage, die sich dann natürlich auch nochmal anschließt, reicht das dann, wenn ich es nur im Nachhaltigkeitsbericht gemacht habe, oder sollte ich zumindest auch vorne irgendwo schon nochmal sagen, das ist aber auch eine wesentliche Ressource für mein Geschäftsmodell eben grundlegend, oder mein Geschäftsmodell hängt davon grundlegend ab. Also hier auch, was das angeht, gibt es sicherlich ein paar Fragestellungen, die sich zumindest uns gestellt haben und die aus unserer Sicht eben zu diskutieren und dann natürlich möglichst auch zu klären sind.
Ja, soweit mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf ein paar Aspekte. Eben hatte ich schon mal gehört, wäre natürlich schöner gewesen, wenn dieses White Paper auch schon früher draus veröffentlicht worden wäre und nicht erst gestern. Dann hätten Sie auch vielleicht noch mehr Möglichkeit gehabt, da mal reinzugucken. Aber ne, wir haben eben eigentlich auf den Referentenentwurf immer noch gewartet und gehofft und hätten dann auch gerne da noch das eine oder andere dazu mit aufgenommen. Das haben wir ja gehört, das wird eben jetzt vielleicht doch noch ein bisschen dauern. Aber insofern hoffe ich, dass zumindest auch die Ausführungen erstmal ja, Ihr Interesse geweckt haben, vielleicht das White Paper auch dann noch mal ein bisschen tiefer gehend sich anzuschauen oder zumindest einzelne Aspekte da, die ja für Sie jetzt relevant sind, die Sie für Ihre Diskussion dann auch brauchen. Ja, und ich freue mich eben auch jetzt auf die Diskussion. Ich gucke noch mal, haben wir noch Möglichkeiten, jetzt Fragen vielleicht direkt, die zu dem White Paper sind oder an mich sind, zu beantworten, oder wollen wir direkt in die Diskussionsrunde einsteigen? Ja, von der Zeit her ist... Diskussion, okay. Und dann sammeln wir die Fragen. Alles klar. Ja, ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Christina Schwedler, ich bin Forschungsdirektorin beim DSC und durfte von dieser Seite aus das Projekt betreuen. Ganz herzliches Dank für das Interesse an diesem sehr spannenden Thema, das, wie gesagt, uns schon sehr viele Jahrzehnte umtreibt und jetzt mit der CSRD auch ein Stück vorangeht. Ich möchte gerne jetzt noch mit einem kleinen Panel diskutieren diese einzelnen Aspekte und lade Sie aber auch herzlich ein, zu überlegen, ob Sie Fragen auch an das Panel haben. Wir werden zum Schluss das Panel öffnen ins Publikum und auch ein paar Fragen dann auch, wenn vorhanden, aus dem Chat übernehmen, weil wir übertragen die Veranstaltung. Ja, Isabel, darf ich dich auf das Panel bitten? Vielen Dank für deinen Vortrag, für die tolle Zusammenarbeit bei diesem Paper. Vorstellen brauche ich dich jetzt nicht mehr. Dann möchte ich gerne aufs Panel bitten Martin Schlömer von der Bayer AG und Frau Rüther, schön, dass Sie da sind, vom ISS ESG Service. Kurze Vorstellung, Frau Rüther, Sie sind hier, glaube ich, die einzige NIX-Betriebswirtin auf dem Panel. Ich habe ein paar Eckdaten zu Ihnen gelesen und wir kennen uns in der Tat noch nicht persönlich. Wir haben im Vorfeld kurz telefoniert und ich bin wirklich sehr froh, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier aus dem schönen München nach Berlin zu kommen. Denn Sie sind im Grunde genommen ja die Spezie, die wir als Standardsetter immer ganz doll suchen, nämlich die User dieser Daten, die wir vorschreiben und dem Preparern, also dem Martin, aufbürden. Und Sie arbeiten jetzt schon seit 2 Jahrzehnten im ESG Research. Sie haben viele, viele Jahre bei der Ökocom Research AG gearbeitet, sind jetzt bei ISSS, das steht für Institutional Shareholder Service. Sie haben ganz viele innovative Produkte entwickelt im Bereich, auch im Ratingbereich, und innovativ vor allen Dingen, weil, wie gesagt, auch schon sehr früh. Ich denke, dass ISS jetzt auch den Mehrheitsgesellschafter die Börse hat, zeigt ganz deutlich, dass es nicht mehr ein Nischenthema ist, dass diese Daten sehr relevant für uns sind. Und wie gesagt, herzlich willkommen hier auf dem Panel und schön, dass Sie da sind. Martin, du bist Head of Accounting bei der Bayer AG und du bist seit 2004 bei der Bayer AG und ich glaube, wir haben uns das erste Mal gesehen 2005 bei einer Veranstaltung und ich bin gestern noch mal in die Annalen des DSC gegangen aufs Laufwerk und dachte eigentlich, es waren die Business Combinations, aber nein, es waren die Contingencies. Und bei dem ersten Glas Wein, was wir zusammen getrunken haben, haben wir uns unterhalten, wie wir die Contingencies übersetzen. Heute sind es die Intangibles, wie wir das am besten übersetzen. Du hast bei der Bayer AG ganz viele wichtige Funktionen und immer mehr Verantwortung übernommen über die Jahre und ich habe das immer sehr bewundert, weil nämlich alles das, was wir als Standardsetter dann so fabrizieren und auch die Kollegen in Brüssel und die in London, ihr natürlich anwenden müsst. Ihr müsst damit wirklich täglich leben. Und dein Verantwortungsbereich ist nicht nur sozusagen auch immer breit, also praktisch nicht nur sozusagen in
konsolidiert im Sinne praktisch auch von deinen Verantwortungsbereichen im Financial Reporting, sondern du sozusagen bist jetzt auch zuständig noch für den großen Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und ja, vielen Dank, dass du heute den Weg nach Berlin gefunden hast und dir wieder Zeit für das Standard-Setting nimmst. Du nimmst dir sehr viel Zeit für Standard-Setting. Du hast uns viele Jahre auch im IFRIC vertreten, dort die deutsche Perspektive in der Anwendungsseite reingebracht. Und Frau von Keitz, ich nenne jetzt nicht all deine ganzen vielen Aktivitäten, die du hast, aber zumindest kennen wir uns auch aus der Arbeit von dem Arbeitskreis Intangibles, der uns ja auch drei ein bisschen verbindet, über diese lange Begleitung dieses Themas. Isabel sagte gleich am Anfang ihres Vortrags, das ist ja immer so, wenn man dann endlich den Richtlinienentwurf, der so lange angekündigt ist, in der Hand hat, dass man sich gefreut hat, dass die Immateriellen jetzt hier auch explizit genannt sind und wir eine Regelung hier zu den Intangibles haben. In deinem Vortrag ist mir aber auch aufgefallen, du hast gesagt, das ist eine Zwischenlösung. Ich weiß nicht, ob es bewusst war oder unbewusst, da waren wir gerade, was ist momentan gerade finanziell möglich. An dich möchte ich gleich am Anfang mal die Frage stellen, ja, was ist das jetzt, was hier in der CSRD kommt? Ist das so ein Trippelschritt? Ist das ein großer Meilenstein? Wie bewertest du das aus wissenschaftlicher Perspektive, die, und das haben wir ja schon mehrfach angesprochen, ja jetzt schon über 30 Jahren dich mit dem Thema beschäftigst? Mikro nehmen, genau. Ja, also am liebsten würde ich jetzt sagen, es kommt drauf an. Nein, aber also ich würde schon sagen, dass es zunächst mal ein Meilenstein ist oder die Chance hat, ein Meilenstein zu werden. Denn wir haben ja gesehen, die immateriellen Ressourcen haben schon eine immense Bedeutung und eben auch diese Bedeutung ist über die Jahrzehnte, ist natürlich jetzt nicht plötzlich so gekommen, aber Jahrzehnte angewachsen. Und die aktuellen Bilanzierungskonzepte erlauben eben es nicht, diese in die Bilanz mit aufzunehmen. Und insofern haben wir einfach hier einen großen Bedarf an Berichterstattung. Es gab in der Vergangenheit ja schon viele Vorschläge, wie man solch eine Berichterstattung ausgestalten könnte. Aber die Unternehmen haben es eben freiwillig ja nicht gemacht. Das ist so ein bisschen analog zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo ich dann sage in dem Zusammenhang, also auch ein bisschen vielleicht provokant sage, gut, die Unternehmen müssen scheinbar zu ihrem Glück gezwungen werden, ne, über diese Dinge, die ja für die Adressaten wesentlich sind, aber ja eigentlich auch für sie selber wesentlich sein sollten, dann zu berichten, um die Berichterstattung insgesamt aussagekräftig zu machen. Und insofern würde ich schon sagen, dass es ein wichtiger Meilenstein ist. Ob es eine Zwischenlösung ist, das ist ja immer so die Frage des Zeithorizont. Also ich glaube, dass zumindest die nächsten 10 Jahre, das ist, was jetzt hier an Informationen geliefert wird, ob dann mal in 10 Jahren das ISB die Bilanzierungsvorschriften dann auch geändert hat, sodass mehr aufgenommen wird, können wir auch noch drüber diskutieren, aber ist jetzt erstmal nicht absehbar, wenn ich auch daran denke, wie lange es gedauert hat, bis der IS 38 tatsächlich entstanden ist, dann waren das auch über 10 Jahre und ich glaube, es würde es nicht einfacher machen, die Bilanzierungsregeln zu ändern. Also insofern schon ein großer Meilenstein aus meiner Sicht, oder zumindest die Chance. Es liegt jetzt im Grunde genommen dann wieder an uns allen, aber vielleicht auch am DSRC ein Stück weit, dass nicht dann hinterher zu einem zu einem Trippelschritt, wie du es ja gesagt hast, degradiert wird, sondern auch da vielleicht nochmal wieder der Analogieschluss zu der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wenn wir jetzt einfach diese Regeln so abstrakt lassen und auch den Unternehmen es nur überlassen, diese auszugestalten, dann sehe ich schon die Gefahr, dass das, was dann hinterher berichtet wird, nicht vergleichbar ist, wenig aussagekräftig, wo eben dann die User doch wieder vielleicht nicht die notwendigen Informationen bekommen.
Und insofern, ja, wie gesagt, würde ich sagen, es liegt an uns, dass das auch wirklich zu einem Meilenstein und einer sinnvollen Lösung dann hinterher auch wird. Und ich habe so den Eindruck auch, dass das den Unternehmen ja auch teilweise hilft, wenn man solche allgemeinen Angaben oder Angabepflichten noch mal ein bisschen konkretisiert, dann auch das zeigen eben die Gespräche immer, dass auch für die Unternehmen es ja natürlich einfacher ist, eine Angabe umzusetzen, eine Angabepflicht umzusetzen, ist die zumindest ein Stück weit konkretisiert wird. Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Und es zeigt halt auch nochmal deutlich, dass viele Unternehmen auch freiwilliger berichten über die Intangibles, über immaterielle Werte. Aber dass wir uns doch in den letzten Jahrzehnten auf dem Thema, doch in der Berichterstattung, nicht so wirklich weit bewegt haben. Aber nichtsdestotrotz sehen wir, dass am Markt ja doch der Informationsdruck steigt, nicht nur für die Intangibles in den letzten Jahrzehnten, auch zunehmend zu ESG-Daten. Und Isabel hatte ja den Ball auch schon sehr schön in ihrem Wortbeitrag zu Ihnen, Frau Rüther, rübergespielt. Wir brauchen vergleichbare Daten. Zumindest ist das einer unserer Hauptkerngrundsätze der GOBs. Und vor allen Dingen wichtig sind aber auch, dass wir relevante Daten als Standardsetter vorschreiben. Insofern ist jetzt meine Frage einfach mal an Sie sozusagen, das, was da gerade passiert in der CSRD. Und Sie beschäftigen sich ja damit, weil Sie ja da auch für die Methodenarbeit in Ihrer Firma, in Ihrem Rating verantwortlich sind. Sind das jetzt relevante Daten, die für Sie kommen, oder sind das Daten, die Sie ohnehin auf anderen Wegen ja schon bekommen? Also wie ist da Ihre Einschätzung? Ja, erstmal entschuldigen Sie, wenn ich so blinzel, weil ich sitze hier irgendwie stark. Ich werde etwas stark geblendet hier von dem Licht, deshalb blinzle ich vielleicht ein bisschen, dann kann sie nicht direkt angucken. Ja, vielen Dank. Das trifft genau den Kern meiner täglichen Arbeit und unseres Geschäftsmodells, weil ISS ESG wandelt die von Unternehmen und anderen Quellen berichteten Daten in messbare Kennzahlen für Investoren um, die diese Kennzahlen benutzen, um sie in ihre ganz unterschiedlichen Investmentstrategien zu integrieren. Und das können ganz unterschiedliche Ansätze sein, zum Beispiel eine Risikominimierung im Portfolio. Das kann auch das Abzielen auf einen größtmöglichen positiven Impact sein in den Investmentportfolien. Das kann Übereinstimmung mit internationalen Normen und Rahmenrichtlinien und Entwicklungszielen sein oder auch Grundlage für Berichts- und Offenlegungspflichten oder auch eine Engagement-, also Einflussnahmestrategie bei Unternehmen, um nur einige zu nennen. Und dabei bei unseren Bewertungsstellen immaterielle Ressourcen in der nun 30-jährigen Historie zum Beispiel des ESG Corporate Ratings einen ganz wesentlichen Bestandteil der bewerteten Nachhaltigkeitsleistung dar. Das heißt, für uns ist das jetzt gar nicht ein Fremdkörper oder ein Sorgenkind oder etwas ganz Neues, sondern eigentlich integraler Bestandteil unseres täglichen Geschäfts. Und wir sehen da auch einen ganz, ganz großen Überlapp mit Nachhaltigkeitsberichtsstandardinformationen. Bestenfalls jetzt, dass das noch ergänzend nochmal erwähnt wird, vielleicht die immateriellen Ressourcen, die durch bisherige Nachhaltigkeitsberichtsstandards noch nicht abgedeckt werden, eben dass die zusätzlich betrachtet und darüber berichtet wird. Interessanterweise hat diese Abdeckung immaterieller Ressourcen in unserem Rating seinen Ursprung in unserem Stakeholder- und Impact-zentrierten Ansatz. Das heißt, die historische Entwicklung des Ratings vor 25 Jahren ging davon aus, wie Unternehmen ihre Impacts auf verschiedene Anspruchsgruppen managen und mit was für einem Ergebnis. Und wir hatten auch vor 25 Jahren eher wertegetriebene Kunden und Investoren, die eben in ihren Investments ihre ethischen Überzeugungen und Werte abbilden wollten. Daraus hat sich aber im Laufe der Zeit entwickelt, dass zunehmend erkannt wurde, wie eng zum Beispiel Impacts
mit Risiken verknüpft sind. Also ein gut gemanagter Impact ist auch ein gutes Risikomanagement. Ein positiv erzielter Impact eröffnet auch Chancen. Insofern sind Impacts und Chancen und Risiken eng verknüpft. Und wir sind eben sehr glücklich, dass die Entwicklung jetzt dazu geführt hat, dass das allgemein erkannt wird. Also auch wirklich die auch finanzielle für den Unternehmenserfolg Relevanz von immateriellen Ressourcen. Ich meine, ich kann ein paar Beispiele bringen. Sie hatten, glaube ich, auch schon ein paar in Ihrem Vortrag. Sich änderndes Konsumentenverhalten, zum Beispiel aufgrund der Reputation des Unternehmens als guter Arbeitgeber, als fairer Geschäftspartner, mit besonders innovativen Geschäftspraktiken und nachhaltigen Produkten, bringt natürlich direkt Marktrisiken und Chancen mit sich. Operative Risiken und Chancen, wenn ich zum Beispiel keine guten Mitarbeiterbeziehungen habe, keine gute Arbeitssicherheit, Diskriminierung vielleicht vorkommt, dann wirkt sich das unmittelbar auf die Motivation und Arbeitsleistung der Mitarbeiter aus, die dann weniger produktiv sind, vielleicht weniger lang bleiben im Unternehmen, weil die Rahmenbedingungen schlechter sind. Das ist auch ganz klar ein finanziell relevanter Aspekt. Reputationsrisiken, Markenwert, Vertrauen in ein Unternehmen können ganz stark leiden, wenn zum Beispiel die Lieferkette nicht gut gemanagt wird. Wenn da Kontroversen auftreten in den Lieferketten, die publik werden, dann kann das ganz empfindlich der Reputation der Unternehmen schaden. Und auch, wie wir sehen, Regulierung nimmt immer weiter zu. Es können auch tatsächlich Strafen, Verbote und Ähnliches drohen, wenn man gewisse Intangibles, immaterielle Werte nicht richtig managt, wie zum Beispiel Strafen im Zusammenhang mit Diskriminierungsfällen oder mit Green- und Social Washing gezeigt haben. Die meisten Intangibles liegen im ESG-Bereich, im S, also im sozialen Bereich, also Human Capital, zum Beispiel der Umgang mit Stakeholdern, mit Zulieferern. Und dieser Bereich, das S, hat im Rating je nach Branche 30-80% Gewicht. Also es ist wirklich ganz hoch gewichtet, was damit zusammenhängt, in Branchen, wo ein besonders großer sozialer Impact vorliegt, positiv zum Beispiel durch das Geschäftsmodell bei Gesundheitsbranchen, oder wo sehr hohe soziale Risiken vorliegen, zum Beispiel in den Lieferketten, und gleichzeitig die Umwelt Risiken geringer sind oder der Umweltimpact geringer ist, desto höher fällt die Gewichtung bei uns für den Sozialteil im Rating aus. Beispielsweise zu nennen sind Unternehmen in der Bildungsbranche, Personaldienstleister, Vermittlungsagenturen, Krankenversicherung, Pharmazie und Biotechnologie, aber eben auch andere Technologiebranchen und auch meine eigene Branche, also zum Beispiel Research-Dienstleister für den Finanzmarkt, werden mit einem viel, viel höheren Gewicht im Sozialbereich bewertet. Und jetzt komme ich noch ganz schnell zu einem Beispiel. Ich weiß, ich rede schon sehr lange, aber ich kann da sehr gerne und sehr lange drüber reden. Wie bewerten wir das? Weil das war ja auch ein Teil Ihrer Frage, um jetzt wirklich konkret zu werden. Wie bewerten wir sowas wie faire, sichere, nicht diskriminierende Arbeitsbedingungen, gutes Supply Chain Management, gute Kundenbeziehung, Produktverantwortung, Datenschutz und Informationssicherheit? Für alle diese Themen haben wir eine fünfstufige Bewertung. Das heißt, wir fangen an, was ist die allgemeine Unternehmenspolitik und Strategie zu dem Thema? Also sehr qualitativ. Das wird nicht so hochgewichtet, weil wir denken, Papier ist geduldig. So eine Leitlinie kann jeder mal aufschreiben, aber es ist der Beginn und es wird sich angesehen und bewertet. Dann kommen eigentlich die wichtigsten Punkte. Einmal Zielsetzung, ganz konkrete Zielsetzung zu einer bestimmten Thematik, und auch die Zielsetzung ist nur so viel wert wie die Beschreibung der Maßnahmen, Pläne, Teilziele, Action Plans, wie man diese Ziele erreichen will. Weil das sind wirklich die Forward-Looking Indicators, die zeigen, wie das Unternehmen gesteuert wird, wie bestimmte Ziele erreicht werden, und haben dabei das höchste Gewicht. Das war auch sehr schön in Ihrem Vortrag zu sehen. Sie hatten als ein Element auch das Process Capital. Ne? Also was für Prozesse gibt es im Unternehmen, zum Beispiel Due Diligence, um verschiedene Themen zu managen und die Ziele tatsächlich zu erreichen.
Wenn vorhanden, quantitative Performance-Messgrößen als weitere Indikatoren gibt es nicht zu allen Themen, während es die qualitativen eigentlich immer gibt. Und als letzter Punkt, ganz wichtig, der Realitätsabgleich, Kontroversen. Also bei all dem Guten, was das Unternehmen berichtet, schreibt, umsetzt, wie sieht es on the ground aus, zum Beispiel in der Supply Chain? Gibt es da Kontroversen, die vielleicht ein Indikator dazu sind, dass die Systeme vielleicht nicht immer funktionieren? Und dann auch nicht nur, was fällt vor, sondern wie schwerwiegend ist es, was für einen Impact hat es? Und auch ganz wichtig, was für Gegenmaßnahmen? Wie wird damit umgegangen? Genau, und da höre ich auf, auch wenn ich noch stundenlang weiterreden könnte. Ja, ich glaube, wir könnten Ihnen noch stundenlang weiterhin zuhören, weil das ja nämlich genau das Spannende ist, wie Sie diese Daten auswerten und nutzen und praktisch auf welche Sachen Sie schauen und wo Sie dann halt auch sagen, okay, das ist halt nur ein Satz. Ne? Was auch nochmal sehr schön rauskam, ist einfach auch diese Verbindung zur Strategie, Risiko- und Chancenmanagement. Ich glaube, auch ein ganz wichtiger Aspekt für uns dann auch letztendlich nachher in der Verarbeitung dann auch für unsere Standardüberarbeitung in den Kontext von DS20. Und ich glaube, Sie haben auch nochmal ganz plastisch gemacht, einfach auch, dass dieses Thema Intangibles ein integriertes Thema ist, dass man es jetzt praktisch nicht nur in den Nachhaltigkeitsbericht packen kann, das haben wir im Gesetzgebungsprozess gesehen, aber letztendlich ist es auch nicht nur vorne, es sind nicht nur finanzielle, immaterielle, sondern gerade in diesem HR-Bereich haben wir natürlich auch eine ganz explizite Schnittmenge, wo sich dann auch, und du hattest das schon sehr schön in deinen Folien aufgezeigt, wie das große Thema der Verortung dann auch nochmal haben. Ja, also wir sehen, diese Daten haben Relevanz. Es ist wichtig, dass der Regulierer hier praktisch jetzt auch nochmal einen Impuls setzt. Aber wie sieht das aus der Perspektive derer aus, praktisch die den Impuls momentan in vollen Schlägen, nicht nur aus dem Bereich Rechnungswesen, es gibt auch noch BEPS Pillar 2 und ganz viele andere große Umsetzungsprojekte, die momentan in den Unternehmen laufen. Wie kommt dieser Puls bei euch an? Seht ihr diese Nachfrage? Kommt das vor in Analystenkonferenzen? Seht ihr, dass das hilfreich ist, da Vergleichbarkeitsstandardisierung zu schaffen? Oder ist das für euch eine Compliance-Übung, was da kommt? Sowohl als auch, also in Teilen, glaube ich. Und ich möchte mal ein paar Punkte aufgreifen, die ich glaube, wo wir alle sagen würden, ja, da machen wir einen Haken dran, vergleichbar, relevant, normierbar. Das ist das, was wir uns wünschen. Nur wie kommen wir da hin? Und das ist für mich eine der Kernfragen. Und ein Versuch dessen ist ja die Taxonomie. Und ich möchte die Taxonomie deshalb ansprechen, weil man auf Basis dessen evaluieren kann, ob das etwas ist, was vielleicht auch in einer nachhaltigen Berichterstattung im erweiterten Sinne sehr nützlich ist oder wo dann gegebenenfalls die Gaps liegen. Bei der Taxonomie hat man ja im Prinzip eine bestimmte Normierung, wie grün ein Unternehmen ist im Sinne der Taxonomie. So, jetzt haben wir gerade von Biotech- und Pharmaunternehmen gehört und dann kann ich sagen, dass wir in Bezug auf die Taxonomie eine große Herausforderung haben, nämlich wir werden in den wesentlichen Bereichen eben nicht grün sein. So, warum ist das der Fall? Pharmazeutische Produkte grundsätzlich taxonomiefähig, aber häufig wird eben das Design eines solchen Produktes nicht darauf abgezielt, dass beispielsweise bestimmte Stoffe, die ins Abwasser geraten, dann zu minimieren sind, sondern ein pharmazeutisches Produkt wird deshalb so abgestellt, dass es am besten im Menschen wirkt. Ja, das andere ist ein Side-Effekt. Ein anderes Beispiel ist die GMO, also Gene Modified Organism. Das ist von der EU grundsätzlich erstmal nicht taxonomiefähig. Das ist so ein bisschen die Diskussion oder den Streit, den man haben kann zwischen, ist die Atomenergie grün oder Gas etc. Wir kennen das alles. Nur gerade in den Bereichen haben wir natürlich auch ein nachhaltiges Wirken potenziell, weil wir haben, das soll jetzt kein Eigenmarketing sein, aber wenn man überlegt, was in Bezug auf Klimawandel die tatsächlichen Herausforderungen sind, dann hat man natürlich einen Vorteil davon, wenn man es schafft, Pflanzen zu generieren, wie kurzhalmigen Mais, der eben weniger Ressourcen im Wachstum hat oder verbraucht, aber die gleiche Produktivität am Ende dabei rauskommt und gegebenenfalls windresistenter ist. Pflanzen, die klimaresistenter sind, insofern als dass sie weniger Wasser brauchen etc. pp. Das ist ein nachhaltiger Wert,
der aber bisher in keiner Weise in irgendeiner Form berücksichtigt wird. Und deshalb haben wir mit diesen Arten der Messgrößen Probleme. Was wir gemacht haben als Unternehmen, wir haben uns die SDGs, also die Sustainable Development Goals der United Nations, vorgenommen und geschaut, wo können wir wirken? Und dabei geht es nicht darum, dass wir bei dem Bayerkreuz jetzt die Glühbirnen durch LEDs austauschen. Natürlich haben wir das auch gemacht, aber das ist nicht der Werthebel, den wir generieren können. Sondern der Werthebel ist derjenige, wo wir durch unsere eigenen Aktivitäten einen Beitrag zu den SDGs in einem größeren Hebel bewirken können. Und deshalb haben wir uns pro Division Ziele gesetzt. Das ist im Bereich beispielsweise der Pharma, des Pharmageschäftes, dass wir Kontrazeptiva bzw. 100 Millionen Frauen dabei helfen, wie sie tatsächlich verhüten können. Über unterschiedlichste Weisen. Es geht nicht um unsere Produkte an der Stelle. Dann im Bereich von Crop Science, wie man 100 Millionen Kleinbauern dazu verhelfen kann, dass sie eigenständig im Prinzip Flächen anbauen können und selbstständig an der Stelle sind. Und das hat natürlich Überschneidungsbereiche mit unseren Geschäftsbereichen, aber dort sind wir am nächsten und haben den größten Footprint an der Stelle. So, und das sind diejenigen Bereiche, die bei uns auch incentiviert werden. Und wenn wir jetzt die Brücke schlagen zu dem, was soll man denn eigentlich berichten und was ist tatsächlich Geschäftsmodell und Strategie, ich glaube, dann spielt das schon eine Rolle, inwieweit man oder wie man das Unternehmen tatsächlich steuert. Und da ist an einer Stelle hat man natürlich die Nachhaltigkeitsziele, die man sich selber gesetzt hat. Und die sind bei uns glücklicherweise, muss ich fast sagen, noch losgelöst von der Taxonomie. Weil ehrlicherweise haben wir bei uns auch im Unternehmen eine Diskussion, die geführt wurde, naja, müssen wir denn jetzt von unseren Nachhaltigkeitszielen uns abwenden und irgendwie versuchen, dass wir in der Taxonomie grüner werden. Gesamtressourcentechnisch hätte das eher einen Nachteil in Bezug auf unseren Footprint und unsere Wirkungsweise, wenn wir uns von dem jetzt abwenden würden und Ressourcen weniger effizient einsetzen würden in dem Versuch, der Taxonomie besser zu entsprechen. Also das ist wirklich ein Punkt, den man an der Stelle eben auch bedenken muss. Ich glaube, was wichtig ist, das sieht man an einem Brief von Larry Fink, CEO von BlackRock, den er vor dreieinhalb Jahren oder so an die großen CEOs dieser Welt geschrieben hat, wo er etwas zur Nachhaltigkeit verkündet hat. Und das Nachhaltigkeit, da sind wir immer bei der Frage, naja, wo schauen wir denn zuerst hin? Und vielfach fällt in erster Priorität mit Nachhaltigkeit immer das Wort Klima. Und das kam bei ihm eben auch an vorderster Stelle und das war TCFD. Und ich glaube, das hat eben auch dazu geführt, dass viele Unternehmen TCFD an der Stelle jetzt massiv nach vorne getragen haben, insbesondere diejenigen, die es noch nicht hatten, weil sie eben sehen, naja, da treten wir vielleicht ein bisschen zu kurz ins Gras. Also ich bin ein bisschen vorsichtig mit Überregulierung im Sinne von, ich gebe zu starr Kategorien vor. Mir geht es mehr darum, dass man schauen muss, okay, auf der einen Seite, wie wird das Unternehmen gesteuert und wie richtet sich das Unternehmen aus? Weil ich glaube, wenn man tatsächlich diversifiziert am Kapitalmarkt ist, werden die Investoren bedingt durch ihre Wissenswünsche und ihr Treiben dazu führen, dass die Unternehmen sich diesbezüglich sowieso ausrichten. Und das ist leider nicht one fits all. Je nachdem, in welcher Branche sie sind, wird man auch immer unterschiedliche Wissenswünsche haben, die im Fokus stehen für die Unternehmen. Aber ich glaube schon, dass es in Bezug auf Unternehmenskategorien zu so einer Vergleichbarkeit kommt oder zumindest zu Kerngrößen, die sich dann wieder Investoren oder Analysten anschauen, weil dann über diese Art und Weise eine bestimmte Vergleichbarkeit besteht. Also auch ein ganz klares Plädoyer, aufzupassen in der Regulierung, denn wir haben ja mit der CSRD ja doch auch ein Novum, nämlich der Gesetzgeber sagt ja und gibt ja ganz offen zu, über Rechnungslegung steuern zu wollen. Ne? Auch das einen Impact auf die Unternehmen, auf die Geschäftsmodelle zu haben und so halt auch die Transformation voranzutreiben. Wie siehst du das aus wissenschaftlicher Perspektive, Isabel? Rechnungslegung als Steuerungsinstrument für den Regulator. Also ich sehe, dass damit natürlich die Rechnungslegung oder ich würde sagen die Berichterstattung natürlich einen ganz anderen Stellenwert auch bekommen hat. Und wir
Das vielleicht auch nochmal dazu nutzen sollen, auch manch andere Dinge zu überdenken, was jetzt so unsere Berichterstattungsgrundsätze vielleicht sogar auch angeht. Aber ich will es jetzt auch gar nicht in dem Sinne zu akademisch machen. Ich glaube, dass im Grunde genommen diese Steuerungsfunktion, Verhaltenssteuerungsfunktion, die ja jetzt vom Gesetzgeber bekommen wurde, einfach vor dem Hintergrund auch sinnvoll ist. Das zeigt sich jetzt, meine ich, an der Nachhaltigkeitsberichterstattung, weil sie eben den Unternehmen schon auch einen gewissen Leitfaden geben kann. Und jetzt bezogen mal auf die immateriellen Ressourcen, wenn ich das mal so übertrage, habe ich auch manchmal den Eindruck, dass die Unternehmen oder ich sage es vielleicht mal auch wieder provokant, ich bin nicht sicher, ob die Unternehmen alle so wirklich selber ihre Marktwert-Buchwert-Lücke kennen. Letztendlich soll ja mit der Berichterstattung die Informationsasymmetrie abgebaut werden. Ja, das heißt ja eigentlich dann, dass man erwartet, dass das Management eben seine Marktwert-Buchwert-Lücke kennt. Also klar, quantifizieren kann ich das, aber wirklich wie jetzt in dem Fall SAP ja mal aufgezeigt hat, was da so drin steckt, ist eben die Frage. Und vor allen Dingen auch die Frage, ob dann eben das auch entsprechend in die Steuerung mit einfließt, ja, was ich da an unterschiedlichen wesentlichen Werttreiber habe, die ich eben nicht bilanziere. Und insofern, ich sag mal, wenn man sagt, okay, ich als Unternehmen kenne die, dann sollte es ja auch keine Schwierigkeit sein, die Berichtspflicht zu erfüllen, wenn ich sie eben nicht kenne. Und das kann das natürlich sein, dass diese Pflicht jetzt auch genutzt werden kann, um sie so ein bisschen zu steuern. Und um vielleicht das nochmal so ein bisschen auch aufzugreifen, diese Verknüpfung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die ist natürlich sehr groß. Aber es wird immer angeführt, und man hat es ja auch bei Ihnen, Herr Schlimmer, gesehen, diese Verknüpfung betrifft vor allen Dingen den Sozialbereich, das Human Capital. Aber ne, wie wir auch aufgezeigt haben, es gibt eben eine ganze Vielzahl, eine ganze Vielfalt von immateriellen Ressourcen. Für Bayer in dem Fall ist es natürlich eher dieses Innovation Capital. Und Sie berichten ja auch sehr ausführlich darüber. Und natürlich werden Sie das auch entsprechend steuern. Aber die Frage, also das betrifft ja auch diese Berichterstattungspflicht anderer Unternehmen, da ist es eben nicht immer so, dass da auch so ausführlich darüber berichtet wird. Und insofern da vielleicht eher mal, wenn das erlaubt ist, die Frage an Sie, Frau Rüther, ist das für Sie denn, ich meine, die nicht auch ein Aspekt, dass man sich fragt, okay, wie entsteht diese Marktwert-Buchwert-Lücke und dass Sie da zumindest ein Stück weit mehr Erklärung sich wünschen von den Unternehmen, wie es dazu gekommen ist. Also brauchen Sie die Informationen nicht oder haben Sie die schon? Ziehen Sie sich die raus aus den vorhandenen Informationen? Ich meine, man wird es niemals schaffen, irgendwie eine Überleitung wirklich zu machen, das zu quantifizieren. Das ist einfach ja nicht machbar. Aber darum geht es ja jetzt hier auch bei der Berichterstattung. Und ich glaube, wie gesagt, das ist nicht nur die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Es gibt einen großen Überschneidungsbereich. Es geht ja auch noch vielleicht an der einen oder anderen Stelle darüber hinaus. Ja, im Prinzip ist das ja genau, und vielleicht greife ich jetzt auch einer späteren Frage schon vor, aber im Prinzip ist das ja genau das, was wir tun und weshalb die Investoren unsere Dienste oder unsere Daten in Anspruch nehmen, eben um die Finanzinformationen, die ihnen vorliegen, zu ergänzen und eben gewisse Wissenslücken zu schließen, zusätzliche Chancen und Risiken zu erkennen. Und dafür erstellen wir die Nachhaltigkeitsratings mit all den unterliegenden Daten. Natürlich gibt es Bereiche, die schwieriger zu messen sind. Jetzt zum Beispiel das Innovationspotenzial. Es gibt
Manche schlagen vor, Anzahl von Patenten zu zählen. Da bin ich jetzt kein großer Fan von, weil ein Patent kann ein, ja, aufgenommen werden, umgesetzt werden, sich wahnsinnig entfalten, aber auch gar nicht. Insofern muss man auch immer gucken, welche Messgrößen machen Sinn. Und das sind ganz oft viele quantitative Messgrößen, die nicht unbedingt so eine hohe Aussagekraft haben. Aber es hängt ja alles miteinander zusammen. Wer schafft die Innovation? Woher kommen die Innovationen? Die kommen ja von den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter schaffen, zum Beispiel in der Research and Development Abteilung, schaffen die Innovationen. Und da ist es ganz entscheidend, was für Arbeitsbedingungen sie vorfinden, dass sie eben auch die talentiertesten Mitarbeiter sich einen bestimmten Arbeitgeber auch aussuchen und dort auch bleiben. Und dann hängt es auch von dem Arbeitsumfeld ab, ob sie da ihr Potenzial voll entfalten können und wirklich Innovationen vorantreiben können. Das ist das eine, der Zusammenhang über Human Capital. Gibt aber auch noch einen zweiten Zusammenhang, was kommt dabei raus? Und das ist zum Beispiel Produktbewertung. Also wir bewerten auch Produkte im ESG Corporate Rating. Das heißt, bieten Unternehmen besonders innovative Produkte ein, die zum Beispiel auch jetzt schon strengere Vorgaben, zum Beispiel im Hinblick auf Ressourceneinsatz, auf Energieeffizienz herstellen. Das heißt, den Outcome kann man messen. Und wie viel Umsatz wird mit solchen Produkten zum Beispiel gemacht? Und das bewerten wir mit einem hohen Gewicht auch im Unternehmen. Was für Produkte und Dienstleistungen bietet das Unternehmen an? Welche davon sind besonders innovativ oder tragen zu globalen Entwicklungszielen, zu den Sustainable Development Goals bei? Und gibt es da einen Shift, gibt es da eine Dynamik? Also ist das das herkömmliche Geschäftsmodell schon immer vom Unternehmen gewesen, weil es zum Beispiel im Gesundheitsbereich arbeitet? Oder gibt es da auch einen Shift eben von weniger nachhaltigen, weniger innovativen Produkten und Dienstleistungen hin zu innovativeren, nachhaltigeren Produkten und Dienstleistungen? Und das wird entsprechend im Rating abgebildet. Das heißt, wir nähern uns diesen Themen von verschiedenen Seiten, von den Seiten, die wir denken, die messbar sind, wofür wir Informationen finden und eine Bewertung ableiten können. Aber natürlich gibt es gewisse Fragen, Stichwort jetzt Mitarbeiterloyalität und Motivation, die schwer unmittelbar zu messen sind, aber eben doch mittelbar durch viele Indikatoren, die damit zusammenhängen. Wenn ich kurz darauf noch reagieren, weil es wurde ja die Mitarbeiterfluktuation oder so genannt. Und ich glaube, es ist immer die Frage des Betrachtungsobjektes. Und nur als Beispiel, also wenn ich jetzt wieder an unser Unternehmen denke und ich gebe eine Quote an der Mitarbeiterfluktuation, dann frage ich mich, was kann ich daraus eigentlich ableiten? Ich glaube, was sehr wichtig ist, worauf Sie ja auch abgezielt haben, ist eine Fluktuation bei den innovativen Köpfen, also im R&D-Bereich. Wenn ich da plötzlich eine gewaltige Fluktuation habe, bei gleich geprägter R&D-Aktivität, dass ich jetzt nicht sage, ich gehe in ein anderes Forschungsfeld, wo ich im Prinzip andere Leute brauche. Das wäre für mich ein Alarmsignal. Ja, oder wenn ich in bestimmten Regionen plötzlich eine gewaltige Fluktuation habe, die ich mir nicht erklären kann. Aber die Gesamtgröße Fluktuation über einen Gesamtkonzern, da frage ich mich tatsächlich, was diese Größe tatsächlich bewirken kann. Also wenn ich das wirklich haben will, dann muss ich in die Divisionen rein und muss in die einzelnen Funktionen dann wiederum rein. Und dann bin ich sehr schnell wieder bei einem Zahlenfriedhof. Wie gesagt, es kommt auf das Unternehmen an. Das mag alles sehr spezifisch sein und es mag auch Unternehmen geben, wo man dem ein sehr großes Gewicht geben mag. Aber diese Größe jetzt allein für uns wiederum betrachtet und deshalb sage ich, ist wichtig, wonach man wirklich steuert, incentiviert, was tatsächlich zum Geschäftsmodell und Strategie gehört, würde ich diese Zahl als alleinige Zahl nicht so hoch werten. Ganz kurze Richtigstellung, wir bewerten die Fluktuation überhaupt nicht. Also ich wollte nur den Zusammenhang aus eben auch diesen Gründen, ich wollte nur den Zusammenhang darstellen, dass Innovation auch damit zusammenhängt, wie wohl sich Mitarbeiter fühlen, wie gut sie sich entfalten können, in welchem Zeitraum das nun passiert und ob sie vielleicht auch in dem Unternehmen so viel lernen, dass sie dann weiterziehen, das kann es natürlich auch geben, aber Fluktuation ist genauso eine quantitative Kennzahl, auf die ich auch nicht so viel geben würde.
Aber es zeigt ja auch sehr schön, wie schwierig es ist, dann auch einzelne KPIs zu definieren. Und diese Diskussion haben wir ja jetzt ja auch gerade im Entstehungsprozess der European Sustainability Reporting Standards ganz, ganz stark durchlebt, insbesondere dann aber auch noch mit anderen kulturellen Hintergründen, die es auch noch mal schwer macht. Also eine KPI, die wir vielleicht als positiv empfinden, empfindet man in anderen Ländern überhaupt nicht positiv. Aber dieser Aspekt natürlich zwischen dieser Verbindung zwischen praktisch sozialen Faktoren hin sozusagen zu Unternehmensperformance und damit halt zum finanziellen Part, das ist natürlich momentan halt auch so eine Art, ja, Schnittstelle, Kopfnuckstelle, die sehr empfindlich ist, die sich entwickeln muss. Und ihr, Martin, seid ja auch eins der Unternehmen, die integriert Bericht erstatten. Deswegen wollte ich dich darauf nochmal ansprechen, weil wir sehen ja jetzt hier in der CSRD hat man ja doch ganz stark erstmal auch eine andere Richtung gewählt. Man hat gesagt, man hat einen separaten Nachhaltigkeitsbericht. Und man sieht jetzt im Erwägungsgrund, Herr Landwehrmann hat es ganz am Anfang nochmal vorgestellt, auch irgendwie so richtig passt das gar nicht zusammen, weil dann schreiben sich Human Resources sind Intangibles und Intangibles gehören sozusagen in den Nachhaltigkeitsbericht, die Human Resources. Aber im Grunde genommen stehen sie gesetzgebungstechnisch im allgemeinen Teil des Lageberichts. Wie handelt ihr das mit dieser integrierten Berichterstattung und ja, was heißt das für euch auch steuerungstechnisch? Ja, ich bedauere das ein bisschen, dass, die Möglichkeit einer vollends integrierten Berichterstattung genommen hat, dadurch, dass man jetzt einen reinen nicht finanziellen Teil in der Berichterstattung tatsächlich hat. Und die Kernfrage ist tatsächlich, was ist Geschäftsmodell und Strategie und wie sehr ist das abhängig von Innovation? Und unsere Geschäftsmodelle sind sehr abhängig von Innovation. Ja, wir sind kein Generika-Hersteller. Wir sind auf der einen Seite, haben wir natürlich Marken und Markenentwicklung, aber im Wesentlichen im Pharma-Bereich und im Crop-Science-Bereich, das ist immer Innovation. Und weniger Commodity-Geschäft oder eigentlich gar nicht Commodity-Geschäft. So, das heißt, man kann das eigentlich vor die Klammer ziehen, sodass dann, und das ist die Gretchenfrage jetzt, ich habe vorhin den kurzhalmigen Mais erwähnt oder besonders klimaresistente Pflanzen, ist das dann nicht im vorderen Teil, also im nicht finanziellen, im finanziellen Teil, so, weil es ja auch schwerfällt, den Wertbeitrag zu decouplen, also auseinanderzunehmen. Was ist denn jetzt nun der Wertbeitrag der Nachhaltigkeit in einem neuen Produkt, das bestimmte Wirkungsweisen eben hat? Ordne ich das voll der Nachhaltigkeit zu, ja, oder wenn es mehr Erträge, weil es mehr Ertrag bringen kann, und habe gar keinen anderen finanziellen immateriellen Wert mehr, den ich dann darstelle im Lagebericht. Also das ist für uns immer die Krux der Geschichte, weil es eigentlich, das sind zwei Seiten einer Medaille in den meisten Fällen. Die anderen Punkte, die angesprochen wurden in Bezug auf Mitarbeiterzufriedenheit, Compliance, wir betrachten das so als eine Art License to Operate. Das ist also im Prinzip ein Given. Die Parameter müssen grundsätzlich stimmen, weil wir sonst an der Stelle ja auch Angst um unsere eigene, um unser eigenes Branding haben müssen. Ja, und natürlich gibt es dann da immer mal wieder vielleicht situativ bedingt ein kleines Auf und Ab, aber das wird auch nicht so nachhaltig jetzt incentiviert oder so, steht nicht so im Vordergrund, weil das bei uns im Rahmen unserer Unternehmenskultur verankert ist, die aber dann wiederum keine adäquate Messgröße hat, die wir nach außen tragen. Isabel, an dich noch eine Frage und zwar du hast sehr aktiv mitgewirkt im Schmalenbach-Arbeitskreis in Intangibles. Dieser Arbeitskreis ist ja dann transformiert sozusagen in einen Arbeitskreis Integrated Reporting. Wie würdest du das aus wissenschaftlicher Perspektive sehen? Machen wir jetzt sozusagen, wir haben vorhin so ein bisschen mit Schritten verglichen oder ich habe versucht, dich so ein bisschen in diese Schrittbewertung hineinzubringen. Ist das jetzt der erste Schritt, den wir machen, indem wir sagen, wir sehen doch jetzt in der Nachhaltigkeitsberichterstattung eine viel stärkere Regulierung, die sich natürlich überschneidet und wir sehen hier gerade bei den Intangibles, das ist absolut ein integratives Thema, ist insofern dann der nächste Schritt, den man sozusagen perspektivisch am Wissenschaftshorizont sieht, das Integrated Reporting? Also in der Tat haben wir diesen Arbeitskreis ja damals geschlossen, weil wir gesagt haben, das ist jetzt, wir haben im Grunde alle Fragen erledigt und auch gesehen haben, diese starke Verknüpfung zwischen den Immateriellen damals schon und
den quasi nicht finanziellen Aspekten, also gerade auch dieses Human Capital und dass das eben stark miteinander verknüpft ist und letztendlich ja auch diese Ursachenwirkungsweisung, dass sich eben gerade diese nachhaltigen Aspekte auch auf die finanziellen Auswirkungen, Wechselwirkungen gibt, die haben wir gesehen. Und ich selber bin ja nicht in dem Arbeitskreis Integrated Reporting, Herr Schlömer ja auch, aber habe mich natürlich auch damit auseinandergesetzt. Da gibt es ja nun mal auch von dem IRC ein entsprechendes Papierkonzept, was ja hier auch einen Vorschlag macht für dieses Integrated Reporting. Und da ist es so, wenn man das jetzt mal hier sieht, einerseits natürlich schon geht es um die integrierte Berichterstattung, wie Herr Schlömer das ja auch angesprochen habe, dass man eben die Berichte oder die Angaben im Grunde genommen verzahnt. Und nicht unbedingt da in Abschnitten getrennten Abschnitten darüber berichtet. Und insofern ist das, was hier jetzt ja passiert ist mit der CSRD, schon auch ein Rückschritt wieder eher, dass man die Möglichkeit nicht hat, dass jetzt die immateriellen Ressourcen da nicht in der Nachhaltigkeitsberichterstattung mit drin sind. Das finde ich persönlich wiederum gut, weil das ist eben auch nicht nur ein Nachhaltigkeitsthema. Also das hatte ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Aber letztendlich ist diese integrierte Berichterstattung, das, so wie das IRC ja das auch sieht, nicht ein reines in dem Sinne ja Berichterstattungssystem oder ein Berichterstattungsthema, sondern das geht ja eigentlich weiter, dass man auch zu einem integrierten Thinking, also Integrated Thinking kommt, dass man das letztendlich auch in seinem ganzen Management auch mit berücksichtigt. Und da, glaube ich, ist noch ein weiter Schritt zu tun. Also da habe ich das Gefühl, das mag sein, in einigen auch großen Konzernen ist das der Fall, aber eben noch nicht so in der Breite ist das bisher passiert, sondern man sieht es auch nach wie vor, auch in den Gesprächen, inwiefern diese auch Nachhaltigkeits-, auch Indikatoren teilweise in die Steuerung mit einfließen, wenn es dann um wirkliche Ressourcenallokation oder so geht. Das ist vielfach, glaube ich, noch nicht passiert und auch in den Anreizsystem, Vergütungssystem vielleicht noch nicht. Also da, glaube ich, ist noch ein weiter Schritt. Und es ist sicherlich auch nicht so einfach, weil es ja doch sehr komplex ist. Also Sie hatten, Frau Rüther, irgendwie, das fand ich ganz interessant, auch gesagt, im Grunde schauen Sie ja primär auf, nicht vielleicht auch jetzt überspitzt gesagt, aber so mehr auf das Human Capital und sehen da auch einen natürlichen Grund für eine Ursache für viel Wirkung auch in anderen Bereichen. Also insofern ist da natürlich auch zwischen den Kategorien jeweils eine Konnektivität. Also insofern, das ist sicherlich, aber das macht das Ganze auch, wie gesagt, sehr komplex. Die Frau Lopatta hatte, glaube ich, jetzt vor zwei Tagen mal erwähnt, einen Kollegen aus England, ich weiß den Namen leider nicht, aber der mal gesagt hat, the end of EG, das wäre so das, was wir anstreben sollten. Und damit ist ja auch nicht gemeint, dass man dann nicht mehr über Nachhaltigkeit nachdenkt, sondern eher, dass das wirklich auch integriert ist. Und das ist eben das, was noch aussteht und was auch, glaube ich, noch einige Jahre dauern wird. Also insofern, da gibt es, glaube ich, noch einige Schritte zu tun. Ich weiß nicht, Herr Schlimmer, wie? Ich wollte noch was Positives zu CSRD sagen oder so, wo ich denke, was im Prinzip auch an der Analysten hilft oder was, wo ich mir vorstellen kann, dass es wirklich einiges bringt. Und zwar unter bestimmten Bedingungen ist man jetzt aufgefordert, Mittel- und Langfristziele zu nennen. Und aus der Finanzberichterstattung kennen wir alle den Prognosebericht. Der Prognosebericht ist ein Jahr. Und dann endet das Ganze. Und sonst hat man ein sehr starkes Backward-Looking. Und bei der Frage Marktwert-Buchwert-Diskrepanz, da ist man ja sehr stark eigentlich bei Analysten im Forward-Looking. Das heißt, da habe ich systematisch eigentlich schon eine Herausforderung, es sei denn, die immateriellen Vermögenswerte oder Ressourcen werden so abgebildet, weil sie eben auch zukünftige Cashflows bedingen.
Und gerade bei der Frage der langfristigen Orientierung des Unternehmens und der, ich sag mal, Wettbewerbsfähigkeit des Geschäftsmodells unter sich ändernden Rahmenbedingungen hilft das natürlich sehr stark zur Orientierung. Ich sag mal, wie robust und wie flexibel das Modell aufgestellt ist, um sich eben mit anderen Umweltbedingungen tatsächlich auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, losgelöst von jeder anderen vorgeschriebenen Kennzahl ein Nutzen. Wichtiger Punkt, danke. Ja, also wir brauchen eine echte Transformation. Wir können praktisch nur Bericht erstatten, wenn ein Umdenken auch im Unternehmen erfolgt, wenn wir praktisch diese ESG-Bereiche auch stärker wirklich in die Unternehmensperformance mit integrieren. Und mit Blick auf die Uhr möchte ich auch noch mal ins Publikum schauen und fragen, ob Sie an das Panel Fragen haben, die Sie gerne stellen möchten. Bitte schön, wir haben ein Mikro. Dankeschön. Ja, danke schön. Mein Name ist Zishang, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass, Sie haben es auch erwähnt, so diese Diskrepanz Markt-Buchwert eine wichtige Informations- sozusagen Anlass wäre für User, sich da Gedanken zu machen. Aber auf der anderen Seite, diese Diskrepanz hängt natürlich sehr stark auch davon ab, was Sie für ein Zinsniveau haben, was Sie für eine Geldmenge, die im Umlauf ist, haben, was Sie für Analysteneinschätzungen haben. Also ich verstehe schon so das Anliegen, aber das mit dem Marktbuchwert sozusagen zu vergleichen, der vielleicht historisch eher von anderen Faktoren noch mit begleitet wird, dafür ist der Aufwand wahnsinnig hoch. Ja, wenn Sie sozusagen jetzt diese immateriellen Kennziffern dann erheben wollen, um dann hierzu eine Aussage dann zu machen, wenn es noch ganz andere Kofaktoren gibt, die sozusagen den Marktwert von Unternehmen bestimmen. Insofern wäre meine Einschätzung oder der Bezug eher so, dass man sagen könnte, was spannend ist unter einem Transformationsgesichtspunkt ist, also ich komme aus dem Umweltpolitikbereich, da geht es eigentlich so ein Stück weit auch um eine Dematerialisierung der Produktion. Weil je mehr Sie Stoffströme haben, die vielleicht gerade auch noch von kritischen Ressourcen abhängen, die mit vielen Umweltbelastungen verbunden sind, dann haben Sie eben in der Regel immer gekoppelt eine hohe Umweltbelastung. Also die Entkopplung ist eben nicht erfolgt zwischen Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung durch Stoffströme. Wenn man aber diese immateriellen Wertschöpfungen dann quasi dokumentieren kann und da einen Schritt vorankommt, ist es natürlich im Sinne sozusagen so einer übergreifenden Nachhaltigkeitsstrategie und Modernisierungsstrategie schon ein großer Gewinn. Also wenn die Wertschöpfung eben nicht über, ich übertreibe jetzt mal Stahl und Beton erfolgt, sondern eben eher über intellektuelles Kapital. Da würde ich sozusagen eher einen größeren Gewinn sehen, aber weniger im Bereich Buchwert. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung, weil ich auch im Indikatoren Bereich seit 30 Jahren arbeite. Wenn Sie auf der einen Seite Transformation und dann Prozesse wollen, also immer weiter Richtung einer neuen Integration der Bilanzierung, haben Sie immer das Problem, dass Sie permanent an Unternehmen herangehen mit neuen Vorgaben und neue Kennziffern. Dadurch kriegen Sie keine Zeit rein, dadurch kriegen Sie keine statistische, methodische sozusagen Konsistenz, sondern Sie fangen immer wieder neu an. Und das ist eine enorme Herausforderung für Unternehmen, wenn man jetzt die gesamte CSRD-Bandbreite sieht, diese permanenten Nachjustierungen danach zu verfolgen. Also es gibt wirklich ein richtig großes methodisches Problem, wenn Sie sagen, wir sehen es als einen Prozess, weil Sie dann einfach keine Kontinuität und keine Zeit reinhaben werden. Ja, kann ich gerne kurz mal einmal auch drauf eingehen. Also ich bin da voll und ganz bei Ihnen. Diese Marktwert-Buchwert-Lücke lässt sich sicherlich nicht allein und durch die immateriellen Ressourcen erklären. Also das ist, man hat es ja eigentlich auch ganz schön gesehen an dieser Entwicklung hier von Brand Finance. 2008 gingen die Marktwerte stark runter, ne? Und also insofern hängt dieser Marktwert natürlich an vielen anderen Faktoren und eben nicht nur an den immateriellen. Auf der anderen Seite, auch das zeigt ja zumindest die Angaben von zum Beispiel SAP, das ist sicherlich auch nur ein Beispiel, und dass eben ja letztendlich schon die immateriellen Ressourcen, die eben nicht bilanziert werden, auch ein Stück weit den Marktwert dann auch begründen.
Kunden. Und das sieht man auch an Unternehmensakquisitionen ja auch immer wieder. Ne? Wenn man dann eben sieht, wie viel tatsächlich für ein Unternehmen an Kaufpreis bezahlt wird und dann werden im Zuge dann, wie man so schön sagt, in der Kaufpreisallokation ja vor allem die immateriellen Werte aufgedeckt und dann separat bilanziert. Also insofern ist das sicherlich schon eine große Komponente und der europäische Gesetzgeber zumindest hat das ja so ein bisschen auch als Anlass gesehen, genau. Und vielleicht nochmal, ich glaube, andere Aspekt von Ihnen, also da ging es ja so ein bisschen inwiefern man hier zu starke Vorgaben machen sollte. Ne? Nicht alle Daten sind ja immer relevant oder die können sich auch ändern. Ich glaube, spielt ja heutzutage auch in der Rechnungslegung und vor allen Dingen Berichterstattung dieser Management Approach eine große Rolle und das ist vielleicht im Zusammenhang jetzt mit den Immateriellen sicherlich wird das ein Aspekt sein, inwiefern man jetzt wirklich von Unternehmen verlangt, eben alle die gleichen Indikatoren tatsächlich zu benennen, offenzulegen. Das ist natürlich für jetzt die Adressaten immer so ein bisschen das Problem, dass jeder eine andere Kennzahl dann offenlegt und man das in irgendwelche Modelle vielleicht dann gar nicht so integrieren kann. Aber das ist natürlich etwas, was auch ja, gang und gäbe ist und bei dem Standard-Setting auch zunehmend berücksichtigt wird. Ja, vielleicht nochmal zur Stabilität und zu Daten rein. Das ist natürlich immens wichtig für den Investor, dass der eine stabile Kennzahlen und Daten hat. Also nicht stabil vom Wert her, aber das Datenset stabil ist. Und insofern sind wir da auch sehr behutsam und versuchen die Methodik auch wirklich nur ja, iterativ, incremental, in kleinen Schritten zu verändern und jetzt gar keine Brüche da reinzubringen, weil damit können die Investoren überhaupt nicht arbeiten. Ich sehe das aber gar nicht so, weil wir werden auch oft gefragt, was ändert jetzt die CSRD an eurer Methodik? Ja, erstmal eigentlich nichts, sondern wir freuen uns, dass Daten vielleicht in Zukunft strukturierter vorliegen, dass für gewisse Anforderungen, die wir hatten im Rating, wo wir eben sehr selten Informationen gefunden haben, vielleicht zukünftig mehr Informationen, besser strukturierte Informationen vorliegen. Aber das bringt uns nicht dazu, den Ratingkatalog umzuschreiben oder komplett neue Indikatoren aufzunehmen. Wir gucken uns natürlich die Daten an und wenn wir sagen, sind jetzt neue Daten und Informationen liegen auf einmal vor, an die wir vorher gar nicht gedacht hatten. Vielleicht können wir dann da einen zusätzlichen Datenpunkt mal aufnehmen. Aber es ist jetzt nicht, dass das den ganzen Zugang zu Nachhaltigkeitsthemen und zu unseren Indikatoren komplett revolutionieren würde. Also Konsistenz und Kohärenz, das ist auch mal das, was ich mir wünschen würde. Und vielleicht gehe ich jetzt auch ein bisschen weit, aber wir haben über CSRD gesprochen. Und CSRD ist leider ein europäischer Dialekt. Und eigentlich Nachhaltigkeit, wenn wir auch immaterielle Werte, natürlich sind wir ja eher aufgefordert, im globalen Kontext zu denken und im globalen Kontext zu messen. Nur dann können Investoren, ich spreche nicht nur von europäischen Investoren, sondern auf globalen Kapitalmärkten tatsächlich eben auch Vergleichbarkeit erzielen. Insofern ist es da schon oder wäre es gut, wenn man eine starke Lanze für das ISSB tatsächlich bricht, dort globale Standards zu etablieren, globale Messgrößen. Und im Zweifel kommt man dann, und vielleicht dann auch sogar Idealfall, weil die EU politisch immer noch einen gewissen Grad an Unabhängigkeit demonstrieren will, zu einem Core and More. Also Core ist das, was ISSB hat und More ist das, was von der EU dann eben noch dazu kommt. Aber die Gefahr, wirklich mit unterschiedlichsten Dialekten dann über Nachhaltigkeit zu sprechen, weil sich Länder entkoppeln wollen, aus politischen Ideologien getrieben, das ist irgendwas, was wir zumindest für die Thematik Nachhaltigkeit eigentlich nicht brauchen können. Wir haben eine Frage aus dem Chat. Ja, genau. Wir haben auch noch eine Frage hier aus dem digitalen Raum und zwar zum Thema integrierte Berichterstattung. Hier möchte Thomas Leppert von der Heldenrad GmbH das Folgende wissen. Der nach meinem Wissen insbesondere von Regionalwert Research verfolgte Sustainable Performance Accounting Ansatz scheint mir ein Ansatz im Rahmen der hier diskutierten Berichtsanforderungen zu sein. Wie ist dieser Ansatz im Kontext der übrigen vorgestellten Modelle zu bewerten?
Hier kennt keiner den Ansatz. Insofern Dankeschön für den Beitrag. Bitte speichern Sie ihn ab. Ich werde mich damit beschäftigen. Vielen Dank für den Hinweis. Weiterer Beitrag. Mein Name ist Adam Kirauka für den Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Ich würde gerne auf diese Frage Buchwert-Marktwert-Differenz etwas aufsetzen wollen. Und zwar, ich will jetzt die Nachhaltigkeitsaspekte gar nicht verharmlosen, sondern einfach sie erstmal beiseite schieben, weil ich voll bei Ihnen bin, dass es schon eine richtige Entscheidung war, diesen Aspekt mit diesen immateriellen Ressourcen aus dem Nachhaltigkeitsbereich rauszunehmen und dem etwas mehr Gewicht im Lagebericht im allgemeinen Teil zu geben, das irgendwie gesamtheitlich anzugehen, unabhängig von der Bilanzierungsfähigkeit, unabhängig von Nachhaltigkeitsbezug. Und jetzt, wenn ich die ganze Zeit Diskussion verfolgt hatte und die ganzen Ausführungen, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was macht jetzt mit dieser Diskussion ein mittelgroßer Versicherer, der nicht an der Börse notiert ist, der nicht kapitalmarktorientiert ist durch Schuldpapiere? Ist er jetzt gezwungen, das jedes Jahr dann den Marktwert zu bestimmen? Was soll das dann sein? Die Suche nach dem wahren Wert. Was ist am Ende, ist diese Marktwert-Buchwert-Lücke auf der anderen Seite? Was steckt hinter dem Buchwert, wäre die Frage. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt dann diese Information haben aus dem SAP-Bericht. Wie sind die anderen Werte bewertet worden? Sind die aktivierten Immateriellen schon zur Fair Value bewertet worden? Oder ist das immer noch der Anschaffungskostenansatz? Sind jetzt die Banken künftig aufgefordert, die Anschaffungskostenbilanzierung für das Kreditportfolio aufzugeben, um die Buchwert-Marktwertlücke zu schließen? Für mich insgesamt, beide Begriffe müsste man sich angucken, sonst landet man sehr schnell, wo wir nicht landen wollen. Und da komme ich auf den anderen Beitrag von Mochster, der hier noch nicht zitiert wurde. Er hat so einen schönen Beitrag geschrieben, 100 Jahre Realisationsprinzip. So, vor 100 Jahren hatten wir schon viele AGs mit vielen immateriellen Werten, dann ist alles zusammengeklappt. Deswegen sind wir so die Verfechter des Realisationsprinzips in Deutschland. Insgesamt denke ich, dass es sehr gut ist, und das habe ich Ihrem Papier entnommen, dass hier wohl die Aussicht besteht, dass der Referenten, wovon später vielleicht im Prozess wird, von einer 1:1-Umsetzung sprechen könnten. Ich wäre sogar dafür wortgleiche Umsetzung der Richtlinie, um hier nicht schon doppelt was draufzupacken. Und dann der SC mit der Expertise, wo die Wissenschaft, Praktiker, Analysten und zusammenkommen, um sich einfach Gedanken zu machen, wie kriegt man das pragmatisch dargestellt. Denn eins, und das wäre jetzt die Kritik, leichte Kritik an dem White Paper, da gibt es an 2-3 Stellen inklusive einer Überschrift unzureichende Bilanzierung. Ne? Das heißt, auch hier würde sich das DSC wahrscheinlich auch die Frage stellen müssen, bei dem Versuch, den Unternehmen zu helfen, zu konkretisieren, mit welcher Zielsetzung der Finanzberichterstattung arbeite ich hier. Denn wenn ich eine unzureichende Bilanzierung, eine defizitäre Bilanzierung identifiziert habe, dann darf ich die nicht durch Anhangangaben heilen. Deswegen ist es eigentlich schon von der Logik ganz gut, der Einsatz der deutschen Delegation im Rahmen der Verhandlungen zur CSRD dafür gesorgt zu haben, dass das in dem Lagebericht landet, in der zweiten Säule der Finanzberichterstattung, wo es einen ganz anderen Blickwinkel vielleicht drauf bekommt. Aber ich denke, dieser Touch, wir haben hier eine unzulängliche Bilanzierung, da gibt es Defizite. Da stellt sich bei mir die Frage, die Herr Professor Barkow beim DSC immer stellt, ich kann etwas ansetzen, aber wie will ich es bewerten? Und wir wollen, dass die Bilanzen robust bleiben, dass sie zuverlässig bleiben. Und das ist praktisch eher eine Beobachtung als eine Frage jetzt in der Runde. Ja, vielen Dank für diese Beobachtung. Und dazu möchte ich aber trotzdem noch ganz kurz was sagen. Es ist natürlich so, dass wir lange die Diskussion hatten, gerade in diesem Shareholder-Value-Denken, dass wir diese Buchwert-Marktwert-Lücke schließen müssen. Ich glaube, über die Diskussion sind wir schon über viele Jahre hinweg. Also, dass wir, und auch gerade die Richtlinie zeigt durch den Begriff immaterielle Ressourcen. Also, hier wird ja nochmal ein ganz neuer Begriff eingeführt. Wir reden nicht von immateriellen Werten, erst recht nicht von Vermögenswerten und schon gar nicht von Vermögensgegenständen, weil Sie ja auch nochmal so schön Mochster in unsere Erinnerung gerufen haben, bin ich großer Fan von. Ganz wichtig ist aber zu sehen, dass gerade bei den immateriellen Werten es ja gerade so schwierig ist, sie zu fassen. Und das liegt einfach daran, dass wir eigentlich über alles sprechen. Wir sprechen über F&E-Kosten, wir sprechen aber hier auch über Mitarbeitermotivation und wie das Klima im Büro ist. Und
Dann haben wir auch darüber gesprochen in dieser Diskussion hier, dass sich diese ganzen Teile auch überlappen. Die sind ja nicht trennscharf. Ja? Eine Bilanz ist eine Addition, da habe ich trennscharfe Assets. Das habe ich in dieser Debatte nicht. Insofern auch nochmal ganz klar. Aber wir sehen auch, und Sie haben auch meinen alten Chef angesprochen, Herrn Professor Barko, der ja definitiv auch ein echter Verfechter dieses Themas war und nach wie vor ist und dazu ja auch ein Research-Projekt aufgesetzt hat aus seiner letzten Agenda-Konsultation. Und wir einfach auch sagen müssen, IAS 38 ist jetzt auch nicht mehr der jüngste Standard und wir uns auch fragen müssen, wir haben ganz viel auch gerade in anderen Jurisdiktionen, nicht so in Deutschland jetzt immer auch wieder das Thema Cryptocurrencies, also wir haben ganz viele immaterielle Werte, die jetzt aufkommen, die eine wirtschaftliche Relevanz entfalten und wir müssen uns einfach fragen, wie bilden wir sie ab in der Bilanz und wenn wir es in der Bilanz nicht erfasst kriegen, was sind alternative Instrumente, mit denen ich informieren kann, weil ich glaube, das hat Frau Rüther heute auch ganz deutlich gemacht und Frau Rüther ist noch nicht der Investor, sie ist der Transformator der Information und das ist halt so wertvoll, dass wir einfach sagen müssen, wir müssen ja diese Kommunikation zwischen Herrn Schlömer und den Investoren in dem Markt und jetzt auch noch eine viel breitere Stakeholderschaft bringen. Und ganz herzlichen Dank für dieses tolle Panel, für die schöne Diskussion. Ich glaube, man hat da ganz viele Aspekte gesehen und mit Blick auf die Uhr gebe ich zurück an Frau Ries. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Frau. Ja, vielen Dank unseren Panelisten. Ich glaube, das war noch mal gerade dieser Blick in die Praxis hat uns, glaube ich, noch mal sehr, sehr weitergeholfen, das Ganze noch mal ein bisschen greifbarer, fassbarer zu machen, um was es eigentlich geht. Und vor allen Dingen uns aber auch noch mal gezeigt, wo die ganzen Schwierigkeiten liegen, wie vor uns jetzt im Prinzip in der Ausgestaltung dieser neuen Vorschrift liegen. Was sind meine Dinge, die ich gerne mitnehmen würde? Was mich heute wirklich ein bisschen auch jetzt aus der Diskussion Zukunft, also ein bisschen optimistisch stimmt, ist, dass dieses Nachhaltigkeitsthema doch sehr, sehr stark jetzt da reingeht. Und ich glaube ganz einfach, wenn es um Zukunftsfähigkeiten gibt, Zukunftsfähigkeit von Unternehmen geht, dann muss uns allen klar sein letztendlich, dass das die zentrale Herausforderung für Unternehmen ist. Ja, mit der sie sich auseinandersetzen müssen. Und wenn wir ganz einfach jetzt auch ein Stück weit ein Instrument kriegen, das zu verknüpfen mit der Berichterstattung, dann ist es letztendlich für mich auch ein guter Weg, auf den wir uns gehen müssen, begeben müssen und auf dem natürlich jetzt noch sehr viel zu machen ist. Was mir aufgefallen ist als vielleicht zweite Schlussbemerkung, dass es offensichtlich zu den ESRS-Standards, die wir haben in der Berichterstattung, sehr viele Parallelen gibt, also gerade was das Humankapital angeht, was die ökologischen Geschichten angeht. Sehr vieles schon da ist, was Unternehmen sowieso berichten müssen, aber dass wir das in irgendeiner Weise hinkriegen, dass das dann auch in die Lageberichterstattung noch mit reingeht und wie das dann technisch sein soll, ob man das doppelt macht oder sonst irgendwas, das wird schon nochmal eine Herausforderung sein an der Seite. Aber was wichtig ist, das wäre meine dritte Schlussbemerkung, was wichtig ist, dass man das integriert betrachtet. Und da denke ich, das ist das, was Sie sagten, Herr Schlömer, dieses Integrated Reporting. Erklären, was das Geschäftsmodell eigentlich ist und was das Geschäftsmodell sozusagen mit Zukunftsfähigkeit, aber auch ganz mit den ganzen Fragen von Nachhaltigkeit zu tun. Das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige und das muss man besser erklären. Geschäftsmodelle müssen besser erklärt werden und zwar für die Investoren, das ist ganz klar, und für die, die möglicherweise dann auch letztendlich Kredite vergeben, ja. Denn dann kriegen wir ja auch den Connex mit der Fragestellung, wer finanziert eigentlich diese Transformation? Und wir sind uns alle einig, das wird hauptsächlich durch privates Kapital geleistet werden müssen. Ja. Und da denke ich mir, um da auch Geldflüsse letztendlich besser kanalisieren zu können, auch von den Investoren, von den Kreditinstituten. Da ist das, glaube ich, nochmal wichtig, Geschäftsmodelle gut zu erklären. Ja, und das Letzte letztendlich, was mir noch aufgefallen ist, die Frage von KPIs.
Das wird allerdings noch eine Frage sein. Also wenn ich dran denke, dass uns auch die Social Taxonomy jetzt noch ins Haus steht letztendlich mit der ganzen Frage, wie setzt man das dann um? Da kriegen wir richtig, richtig, richtig noch Diskussionen. Auch, wir müssen da auch letztendlich noch vielleicht auch mehr Forschung reinbringen, noch mehr gucken, wie kann man was abbilden. Vielleicht als Anekdote zum Schluss. Ich habe früher auch sehr viel in diesem ganzen Bereich gearbeitet. Wir waren bei einem großen Mittelständler, es war ein großes Unternehmen, großer Mittelständler. Und er hatte sich tatsächlich vorgenommen, in sämtlichen Werken weltweit Zielvereinbarungen für das Management nicht nur an letztendlich finanziellen Kennziffern, sondern letztendlich auch an Nachhaltigkeitskennziffern festzumachen. Und haben ihn gefragt, was hast du denn da? Und dann, sie sagten uns, Frau Schwedler, spielen kulturelle Geschichten eine Rolle? Und die Frage, ja, Arbeitsunfälle. Und ich, hä? Arbeitsunfälle? Daran macht ihr eure soziale Performance fest? Ja, es gibt nichts anderes. Ja, was kulturell funktioniert, überall auf der Welt letztendlich, ne? Und wo wir messbar was haben. Und das macht mir immer wieder und macht mich sehr demütig auf dem Weg dahin, wie können wir KPIs entwickeln und tatsächlich dann auch umsetzen. Ja, das war von meiner Seite erstmal. Herr Landmann. Ja, vielen Dank, Frau Rieser. Ich fand Ihre Analyse auch schon sehr treffend, im Sinne auch da ein paar Wunderpunkte anzusprechen. Und ich glaube, an der heutigen Diskussion, die ich sehr, sehr interessant fand, auch diese verschiedenen Perspektiven dort zu haben, einfach so die Ratingagentur, die Unternehmensperspektive und auch die Wissenschaft im Sinne von, dass wir das versuchen, dann auch in die Tat umzusetzen. Ich habe das so wahrgenommen auch, dass das Thema Geschäftsmodell und dessen Veränderung sicherlich nicht von ganz zentraler Natur ist. Weniger wahrscheinlich der zusätzliche Indikator in dem Zusammenhang, um zu sagen, okay, man findet dann noch zusätzlich wiederum Informationen, die das Ganze untermauern. Wir haben es ja auch in den Vorschriften selber oder in der Vorschrift selber gesehen, es geht um das Wichtigste und es geht um Werttreiber, um dafür ein Verständnis zu fördern, was tatsächlich im Unternehmen passiert. Und so hatte ich auch Herrn Schlömer verstanden, wir wollen was Steuerungsrelevantes sehen in dem Zusammenhang, was uns auch ein bisschen diese große Story erklärt und nicht mehr im Kleinen-Kleinen dort zu fischen. Insoweit nehme ich das als große nochmal Inspiration auch für unsere Standardsetzungsarbeit, wenn es um DS20 geht, aber insbesondere um das Thema ja auch nochmal der immateriellen Ressourcen. Da haben wir, glaube ich, eine gute Chance, wenn wir das richtig versuchen reinzubringen, auch in das bestehende Regelungswerk, dass wir dort, wie gesagt, auch was tun können, um tatsächlich das Thema ja auch Transformation da weiter voranzubringen. Insoweit herzlichen Dank auch nochmal an die Bertelsmann-Stiftung, für uns die Räumlichkeiten hier heute zur Verfügung zu stellen. Toller Rahmen und auch nochmal an die, sagen wir so, Online-Teilnehmer nochmal den Dank für die das Mitmachen, genauso wie die Leute hier vor Ort, dass wir da diese gute Diskussion haben führen können. Vielen Dank.